Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wieder soweit. Heute ist Hörspielzeit. Das heißt, ihr könnt das Video ganz in Ruhe genießen, ohne mein Gequatsche dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Voldemort, ja? Sieht so aus, ja. Also ich spreche mit Kontoberaterin Johanna Hansen. Aha. Also es geht im Onlinehandel. Ich sehe, dass Sie haben gerade eine Registrierung gemacht, ja? Ja, schon ein paar Minuten her, aber ja, kommt so ungefähr hin. Ja. Mhm. Also ich will Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie schon Ihr Handel beginnen. Aha. Darf ich wissen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder Sie sind ganz Anfänger? Es geht so, also so ein Mittelding. Bitte? Ja, so ein Mittelding. Wissen Sie, wie das funktioniert? Nur so ein bisschen, ja. Hm? Okay, mit welchem Produkt haben Sie gearbeitet? Na, noch gar nicht. Also, Sie haben gar keine Erfahrung, das heißt? Nee, das heißt es nicht. Okay, und mit welchem Produkt möchten Sie jetzt Ihr Handel beginnen? Ja, weiß ich noch nicht. Das, was so am rentabelsten ist. Okay, wie haben Sie sich entschieden, diesen Handel zu machen? Ja, ich wollte mal gucken. Haben Sie vielleicht eine Werbung gesehen, ja? Ja, genau. Wo haben Sie das gesehen? Och, da fragen Sie mich was. Das weiß ich doch nicht mehr, wie die Werbung hieß. Ach so, Sie wissen nicht, ja? Wo haben Sie diese Werbung gesehen? Ja, also auf Facebook war da halt so ein Link und da habe ich drauf geklickt, ja. Facebook? Ja, da war so ein Link und dann kam so eine Seite mit Werbung und bei Facebook stand da, dass man da investieren kann und dann kriegt man da Geld raus. Ach so. Und sind Sie schon auf unserer Website? Nee, jetzt gerade nicht, nee. Okay. Mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handel beginnen? Ja, Sie gehen ja ganz schön schnell ran. Wollen Sie mir nicht erstmal irgendwas über Ihre Firma erzählen, bevor wir über Geld reden? Was die Firma so genau macht und wie Sie so arbeiten und wo Sie reguliert sind und... Ja. Ja. Also wir arbeiten mit Kryptowährungen, Aktien, also Tesla, Forex, alles. Aha. Sie brauchen ein Konto aktivieren, ja. Danach Sie werden Ihr Handel mit Ihrem Finanzberater weitermachen. Die andere alle Sache wird der Finanzberater Ihnen weiter klären. Also Sie können mir jetzt gar nicht mehr erklären. Ich habe schon erklärt. Sie brauchen jetzt ein Konto haben. Ach so, das war jetzt die Erklärung. Also, das war alles okay. Jetzt, oder wie? Haben Sie irgendwelche Frage? Stellen Sie das bitte. Ja, also, wo sitzt denn Ihre Firma? Wo ist denn der Hauptsitz? Wir sind, also, in Deutschland, in Berlin. In Berlin? Ja. Aha. Aber wir haben 3 Filialen, ja? Ja, wo eine ist denn... Eine in Österreich, die andere in England. Aber wir sind in Deutschland. Also die Firma kommt aus Deutschland. Ja. Wir haben also 3 Filialen in Deutschland auch. Mhm. Und über wen sind Sie reguliert? Also wer macht die Lizenz? Sie werden die andere, also Dokumenten, ja, nach dieser Aktivierung, Sie werden offizielle Dokumente von unserer Plattform bekommen. Ja, von unserer Qualitätsabteilung. Also, bevor ich das einzahle, kann ich jetzt nicht prüfen, ob Sie reguliert sind, oder wie? Nee, Sie brauchen zuerst unsere Kunden sein, danach bekommen Sie das alles. Aha, also ist das ein Geheimnis. Das klingt auf jeden Fall nicht sehr seriös. Was ist nicht seriös? Naja, wenn Sie mir jetzt nicht mal sagen können, wo Sie reguliert werden. Ich habe eine Frage. Darf ich das stellen, bitte? Ja. Was ist Ihr richtiger Name? Darf ich das wissen? Weil Sie haben also mehrmals registriert. Ich weiß nicht, was ist Ihr richtiger Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ja. Das ist aber ganz komisch, ja? Ja, ist komisch. Ich weiß nicht, was möchten Sie machen? Also ja, ich suche eine seriöse Firma und habe mich da bei verschiedenen Werbungen angemeldet. Aber irgendwie rufen nur Betrüger an. Ach so, es tut mir sehr leid, wissen Sie. Es tut mir sehr leid. Das kann ich für Sie tun jetzt, sagen Sie mir bitte. Na, mir erzählen, wo Sie reguliert werden. Ich habe schon gesagt. Nee, haben Sie nicht beantwortet.
Also meine Kollegin hat schon gesagt, dass er hat auch Ihnen erklärt. Nee. Er wird mit Ihnen jetzt weitersprechen. Warten Sie mal kurz. Ich habe eine neue Registrierung gemacht, Herr Voldemort. Erwin Schulz ist am Apparat. Ach so, hallo. Hallo. Gerade schon am Computer angekommen oder das dauert noch? Nee, ich bin am Computer, aber ich wollte gucken, wo Sie reguliert sind. Also ich habe mich da nochmal angeguckt da auf der Webseite. Aber irgendwie findet man da nichts dazu. Gar keine Informationen. Welche Informationen meinen Sie denn? Ja, wo Sie reguliert sind. Wie bitte? Ja, wo, über wen Sie reguliert werden, steht da nirgends. Sie werden das alles nach der Kontoaktivierung bekommen, okay? Ja, aber das ist nach der Kontoaktivierung, ist ja der Drops schon gelutscht. Entschuldigung, warum spielen Sie denn da? Was hat denn das mit Spielen zu tun? Ich will doch nur Informationen. Entschuldigung, ich will nicht meine Zeit verschwenden, okay? Also sind Sie ein Betrüger? Ja, Sie sind ja, ein Betrüger, genau. Du bist Betrüger. Ja. Du verschwendest deine Zeit und einfach, aber wir werden unser Gehalt bekommen. Was ist bekommst ja nicht, du? Ist ja nicht schlimm. Gar nichts. Doch. Ich bekomme mein Gehalt, okay? Ja. Aber du gar nichts. Naja, da bist du dir sicher, ja. So kann nur ein Betrüger sprechen. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herr Labusch Knusprig, ja? Ja, Knusprig. Am Apparat ist Erika Schmidt von der Handelsplattform Ultima Trade, Herr Knusprig. Sie haben sich gerade gemeldet und... Ja, Knusprig, ja? Nee, Knusprig. Aha. Sie haben sich gerade gemeldet und Interesse an Bitcoin Profit gezeigt, richtig? Ja. Sehr gut. Dazu haben Sie erfolgreich ersten Schritt getätigt, Herr Knusprig. Sie haben sich... Knusprig. Ja, Knusprig. Knusprig. Bye-bye. Okay. Sie haben sich schon gemeldet und ersten Schritt getätigt, also schon ein Handelskonto erstellt. Sie haben diese noch nicht vervollständigt. Sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das Ihr erstes Mal? Nein. Ist das Ihr erstes Mal? Ja. Aha, sehr gut. Können Sie bitte sagen, Herr Knusprig, haben Sie schon entschieden, mit Knusprig. Zweimal ja. Also? Ja. Okay. Haben Sie schon entschieden, mit wie viel Betrag Sie anfangen wollen? Wie viel muss ich teilen? Also müssen Sie nicht. Gibt es drei Beträge, von denen Sie auswählen können. Also Mindestbetrag ist 250 Euro für die Aktivierung Ihres Handelskontos. Ja. Standardsumme ist 500 und Premium 1000 Euro. Bei 500 und 1000 Euro bekommen Sie noch 30% von uns. Toll. Also, was für eine Stimme, Entschuldigung. Haben Sie Lautsprecher eingeschaltet, oder? Nee. Hallo? Ich höre Sie. Ja. Aha. Also haben Sie schon entschieden, mit wie viel Betrag Sie anfangen möchten? Nee, noch nicht richtig. Was kann man da alles machen bei der Firma? Wie bitte? Na, was macht denn die Firma so alles? Nochmal, ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Was macht denn die Firma so alles? Was macht man? Die Firma. Firma? Ja, dein Laden da. Ich habe Firmenname doch gesagt, da brauchen Sie bei diesem Fall ganz aufmerksam sein. Nee, die Frage war, was die alles machen. Die müssen aufmerksam sein, wenn ich Ihnen eine Frage stelle. Weil ich habe Ihnen ja eine andere Frage gestellt und Sie waren nicht aufmerksam und haben falsch geantwortet. Können Sie bitte sagen, sind Sie interessiert an automatisierten Systemen oder... Ja, ja, natürlich. Wie bitte? Ja, natürlich. Ein automatisiertes System, ja? Da muss ich dann nichts mehr machen, das geht dann alles von ganz alleine. Haben Sie auch PayPal? Nee. Können Sie bitte erstens auf meine Frage antworten, ja? Dann die antworten ja auf meine Fragen auch nicht. Ja, stellen Sie bitte nochmal, ja? Also Sie sprechen sehr schnell. Da ist das ein bisschen kompliziert zu verstehen. Wiederholen Sie bitte. Ja, die Frage war, muss ich denn da gar nichts mehr alleine machen, wenn es die ganze Zeit ein Roboter macht? Ach so, wenn es automatisch läuft, dann alles macht Roboter. Ja. Sie werden von Finanzabteilung Robothändler, also automatische Software, auf Ihrem Handy installieren und damit weitermachen. Also muss ich nichts mehr alleine machen. Wie bitte? Also muss ich nichts mehr alleine machen. Nee, Sie machen es alleine. Also Finanzexperten installieren Robothändler. Ab und zu brauchen Sie genau mit im Kontakt sein mit Finanzberater, ne? Aber dafür werden Sie auch Termine machen, wenn Ihnen passt.
Also kurz einfach telefonieren, dann können Sie. Wenn nein, können Sie gerne, also der ganze Prozess ganz automatisch organisieren. Was so, ich habe gedacht, ich kann dann da einfach nichts machen. Ja, dann werden wir es so organisieren, damit Sie nichts machen. Ja. Ja, da brauchen Sie erstens sagen, mit welcher Zahlungsmethode Sie Ihr Konto aufladen möchten und dazu noch mit wie viel Betrag. Damit ich also bei Aktivierungsprozess Ihnen weiterhelfen kann und dann Ihre Daten weiterleiten. Sagen Sie bitte, Herr Knusprig, haben Sie schon entschieden, mit wie viel Betrag Sie anfangen wollen? Wenn Sie sagen, die 350 Euro sind am besten, dann nehme ich die. Ja, minimal ist 250 Euro. Wenn das gut ist, dann mache ich das so. Wie bitte? Wenn das gut ist, dann mache ich das so. Herr Knusprig, also haben... Was denn? Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja. Aber jetzt sagen Sie doch gar nichts mehr. Also möchten Sie ganz minimale Summe anfangen? Habe ich recht? Wenn Sie sagen, das ist am besten, dann machen wir das so. Machen wir so. Können Sie bitte sagen, ob Sie es mit Kreditkarte machen werden? Oder mit PayPal oder mit Giro? Kreditkarte habe ich nicht. Haben Sie nicht. Haben Sie PayPal oder Girokarte? PayPal habe ich nicht. Haben Sie nicht. Also Giro haben Sie, ja? Was ist Giro? Giro ist normaler Bankkonto, also Sparkasse. Ja, nur was hat mein Betreuer. Aha, haben Sie Sparkasse, richtig? Nee. Was benutzen Sie als Zahlungsmethode? Bargeld. Bargeld? Ja. Dann gehe ich in meine Automaten, hol mir Geld raus und dann kann ich damit überall bezahlen. Das ist aber, das macht man schon länger so. Ja, ich glaube, also jede Person in der 21. Jahrhundert benutzt Online-Banking. Also um Ihre Arbeit zu verleichtern, ja, Herr Knusprig? Ja, aber in der Banking darf ich ja gar nicht. Aha, möchten Sie nicht also. Können Sie bitte sagen, haben Sie WhatsApp? Nee. WhatsApp-Nummer haben Sie? Nee. Haben Sie nicht. Ist der E-Mail korrekt? Also luisonos.knusprig@mdccfan.de. Ja. Herr Labusch, wenn Sie mich bestimmt sagen, dass Sie mir bald Geld eine Überweisung machen werden, dann soll ich von meiner Rechnungsabteilung Bankdaten haben, also Bankdaten kriegen und Ihnen schicken. Wie muss ich das denn machen? Wie bitte? Wie muss ich das denn machen? Da brauchen Sie zur Bank gehen also und Geldüberweisung machen, damit wir Ihr Konto aufladen können. So. Wie viel Geld brauche ich denn da? Wie bitte? Wie viel Geld brauche ich denn da? Nochmal, ja, bitte. Wie viel Geld brauche ich denn da? Also mit welcher Summe brauchen Sie ein Zahlen? Entweder also bei Überweisung brauchen Sie mindestens mit 350 Euro es machen, entweder mit 500, entweder mit 1000. 1000 ist viel. Wie bitte? Wie viel Geld kann man denn da verdienen? Also das hängt, in welchem Bereich Sie Ihr Geld investieren. Ja. Also Finanzmarkt ist grenzlos, ne? Gibt es Aktienhandel, Kryptohandel, Rohstoffe oder Forexhandel, ne? Also mit Wertpapieren. Ja, was ist denn der Unterschied? Wie bitte? Was ist denn der Unterschied? Nochmal bitte. Was ist denn der Unterschied? Wo gibt also das besten? Hängt, wie viel Sie verdienen werden, hängt von Finanzmarkt an, ja Herr Knusprig? Ja. Also abhängig davon, ob Sie an Aktienhandel wollen oder an Kryptowährungen oder an was, ne? Da gibt es Kursveränderungen und abhängig davon werden Sie profitieren. Also, jetzt brauchen Sie bestimmt auf meine Frage antworten. Kann verstehen sein. Sie mich? Ja, bitte. Okay. Verstehen Sie, worum es geht überhaupt? Verstehen Sie, was ist Finanzmarkt? Was ist Handel im Finanzmarkt? Verstehen Sie das? Nee. Haben Sie darüber Ahnung? Nee. Haben Sie nicht. Wie haben Sie denn sich gemeldet, wenn Sie keine Ahnung haben? Da war Werbung bei Facebook. Ja, da mit Werbung. Ja, also ja. Mit Bitcoin-Werbung. Da war irgendwas mit runden Münzen, ja. Und die waren schön und da habe ich gedacht, da kann man Geld machen, weil da stand ja, dass man da Geld bekommt und dann
habe ich mich da angemeldet. Können Sie bitte sagen, sprechen Sie mit Lautsprecher? Also Lautsprecher bei Ihnen ist eingeschaltet oder was? Was ist das? Lautsprecher haben Sie eingeschaltet oder was? Ich soll lauter sprechen? Moment bitte, ja? Ja. Weiß ich nicht, also was Sie gleich beim Anruf machen? Was denn? Hallo? Ja, hören Sie mich, ja? Ja. Können Sie mir bitte sagen, ja? Vielleicht machen Sie Aufzeichnung, also von meinem Anruf. Wie geht das? Muss ich das machen? Aufzeichnung. Wie macht man das? Wissen Sie was? Sie halten Sie entweder als eine dumme Person, entweder sind Sie eben... Jetzt sind Sie aber beleidigend. Sie halten sich ganz unseriös. Nein. Oder sind Sie so? Das gefällt mir was nicht. Was ist das? Sie sprechen jetzt mit einer Geschäftsfrau. Oh. Entweder beantworten Sie meine Fragen ganz korrekt, ja. Entweder legen Sie auf und verschwenden Sie meine Zeit nicht. Warum denn die Ghetto Beta? Wie alt sind Sie? Ich? Wie alt sind Sie? 29. Ah, 29. Vielleicht können Sie bis 29 rechnen. Okay, wissen Sie was? Überhaupt, also ist das von Ihrer Stimme und von Ihrer Sprechweise ganz verständlich, dass Sie überhaupt keine Ahnung darüber haben. Ja? Da können wir überhaupt kein Geschäft mit solcher Person machen. Sie haben keine Ahnung, worum es geht. Sie antworten auf meine Frage nicht bestimmt. Da können wir überhaupt zusammen nicht weiterarbeiten. Das ist ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, tschüss. Du bist eine Betrüger-Lady. Hallo? Sprich mit Herrn Knusprig. Knusprig, Knusprig. Knusprig, Knusprig, ja. Wie geht es Ihnen? Was? Wie geht es Ihnen? Gut. Gut. Ich rufe Sie an von Bitcoin System, ja? Wissen Sie, was ist Bitcoin, oder? Ja. Ja, okay. Öffnen Sie Google, bitte. Was? Öffnen Sie Google. Wie meinen Sie das? Google. Ich soll was googeln. Ja. Was möchten Sie denn wissen? Schreiben Sie auf. Ich muss da wieder fallen. Ich muss doch erst meinen Computer anmachen. Ja, Sie können auf Handy. Auch zu machen. Mache diese Rufe auf Lautsprecher und ich muss da wieder fassen. Nee, auf dem Handy geht das nicht so richtig. Da habe ich ja keinen Internetvertrag. Ja, okay, ich habe eine Frage vor Sie. Ja? Wann kann ich populär werden Sie? Ich hab nicht verstanden. Was? Ja, du verstanden nicht. Du bist YouTuber, ja? Nee, was ist das? Was ist das? Ja. Ja. Du machst Video auf Internet. Nee. Nee, deine Mutter macht. Deine Mama? Ja. Okay. Wie heißt denn die da? Snow White. Was für ein Ding? Snow White. Kaugummi? Machst du Spaß? Machst du Spaß? Was? Warum machst du Spaß mit mir? Ich mach doch gar keinen Spaß. Ja, du machst Spaß. Ja. Das ist ja blöd. Willst du bezahlen oder nein? Was? Willst du bezahlen oder nein? Was soll ich denn bezahlen? Sie sollen sich bezahlen, wenn du sprichst, Sie. Sprichst du normal. Was passiert mit Ihren Tonen? Was? Was? Wie warum bitte? Sprichst du? Als Katze. Du bist Katze? Nee. Oder nein? Nein. Warum sprichst du nicht normal? Was passiert mit Ihren Stimme? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, so... Du bist populär, ja? Was? Hast du mehr
Wollt ihr oder nicht? Wie bitte? Oh mein Gott. So, haben Sie Benutzungssicherheitsgas gemacht oder bitte? Oder nicht? Nee. Nee? Und was benutzen Sie? YouTube? Nee. Nee. Gut. Okay. Ich habe keine Zeit vor, diesen Spaß zu machen, okay? Müssen Sie noch andere Leute betrügen? Ja. Okay, ciao. Und warum macht man so einen Job? Was? Warum macht man so einen Job? Das fragen Sie sich selber. Das ist aber blöd, wenn man so Menschen betrügt. Aha. Macht man ja nicht. Okay. Haben Sie gehört über die Krypto? Was? Haben Sie gehört über die Krypto? Was ist damit? Warum antwortest du mir nicht? Ja, weil ich die Frage nicht verstanden habe. Hast du gehört? Was gehört denn? Vor Bitcoin. Vor Kryptowährungen. Ja, da habe ich schon mal von gehört. Super, okay, so. Willst du kaufen Bitcoin? Ja, wie viel kostet das denn? Mann, was passiert mit dieser Stimme? Weiß ich nicht. Warum spielst du als Katze? Ja. Du bist Mann oder nicht? Sprich ein bisschen lauter. Sie sind ja gemein. Nein. Schämen Sie sich manchmal für die Arbeit, die Sie machen? Ja. Okay, ich habe keine Zeit für diesen Spaß, okay? Ich finde das ja nicht lustig. Ich finde das eigentlich. Sie sind sehr langweilig. Warum sind Sie sehr langweilig? Ich finde das eigentlich ziemlich schäbig, wie ihr da so mit den Kunden umgeht. Hast du genug Geld? Hast du genug Geld für eine Bezahlung zu machen? Was denn für eine Bezahlung? Ha? Was? Was denn für eine Bezahlung? Ah, was für eine Bezahlung? Bitcoin zu kaufen. Ja. Ja. Schön. Und hast du heute schon viele Leute betrogen? Ja. Ja. Das ist aber nicht schön. Warum suchst denn du dir keine anständige Arbeit? Wie alt bist du? Das geht dich doch nichts an. Das kann ich auch fragen. Ja? Ja? Naja, Betrüger zu verärgern ist ja eine anständige Arbeit. Nein, Betrüger. Doch. Sie betrügen auch. Ja? Ja. Ja, aber ihr seid ja die Kriminellerin von der Sorte. Oh. Weil ihr betrügt ja die Leute um ihr Geld. Was ist das? Was ist das? Ja. Darüber reden Sie nicht mehr. Warum denken Sie da? Naja, weil ich das weiß. Okay, ich habe eine Frage für Sie. Ja? Wann du mich auf deinen Kanal stellst? Weiß ich noch nicht. Auf. Haha, warum? Ah? Wann du mich auf deinen Kanal stellst? Ja, weiß ich noch nicht. Noch nicht? Weiß ich oder noch nicht. Oder so, dass ich schneller oder bald? Mal gucken. Aber warum suchst du dir keine anständige Arbeit? Hat aufgelegt, ja. Ist ja schade. Naja. Ganz schön laut da bei euch. Und ganz schön viel Krach. Ja. Kuckuck. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Sie haben, ich höre meine Stimme auch dazu. Ja, toll. Sie haben mich in der Lautsprecher. Was? Ich bin bei Lautsprecher bei Ihnen. Nee, Sie sind bei mir am Telefon. Okay.
Okay, ich rufe Sie an, weil Sie haben bei uns ein Interesse gezeigt vor Trading. Okay, wie habe ich Ihnen das gemacht? Entschuldigung? Ich rufe Sie an, zum Helfen Sie mit Ihrer Kontoaktivierung. Okay. Ja. Habe ich verstanden, Benutzen Sie einen Computer, ein Tablet? Wollen Sie mir nicht erstmal was über Ihre Firma erzählen? Natürlich, Sie sind gerade auf Squared Financial, ja? Ja, sowas habe ich gesehen, ja. Genau, haben Sie Erfahrung generell? Nur so ein bisschen. Nur ein bisschen, okay. Mit was haben Sie Erfahrung, wenn ich fragen darf? Was meinen Sie denn genau? Meine ich mit Kryptos, mit Aktien? Ach so, ja. Habe ich mir mal angeguckt, schon ein paar Videos, ja. Okay. Und jetzt haben Sie Interesse zum Anfangen mit Aktien, ja? Ja, vielleicht. Wenn die Firma gut ist, dann ja. Unsere Firma heißt Square Financial. Ja, wir sind in Zypern, in Limassol. In Zypern? Wir sind eine wir sind ein reguliertes Unternehmen. Naja, das glaubt man doch als Unternehmen bei Zypern gleich sofort nicht. Wieso nicht? Wir sind unter SciSec. Ja, genau. Welches Unternehmen arbeitet legal, was bei der SciSec angemeldet ist? Wieso sagen Sie das? Das war eine Frage. Das war keine Aussage, es war eine Frage. Welches Unternehmen arbeitet denn legal bei der SciSec? Unsere. Wir sind lizenzierte Unternehmen. Okay. Wir sind unter SciSec. Ja, aber SciSec ist ja jetzt kein gutes Vorzeigebild. Da sind ja nur Kriminelle angemeldet. Okay, so, das heißt, dass haben Sie Erfahrung geguckt, ja? Ich habe mich halt mit beschäftigt, ne? Aber das Erste, was man im Internet findet, ist, dass alle Unternehmen, oder fast alle Unternehmen, die bei der SciSec registriert sind, Dreck am Stecken haben. Nein, das ist nicht alles so. Ja. Das hat, was etwas passiert, das heißt nicht, dass es alles gleiche. Ja, reicht aber schon aus, wenn man 99%ige Gefahr hat. Ich sage zu Ihnen, Sie haben ein Interesse gezeigt zum Traden, ja? Ich sage zu Ihnen, dass unsere Firma High Square Financial, wir sind in Zypern, in Limassol. Wir sind ein registriertes und reguliertes Unternehmen. Ja, aber bei der SciSec, das ist doch nicht registriert und reguliert. Das ist doch quasi lächerlich. So, wieso sagen Sie das? Na, weil das so ist. Nein, bei der SciSec ist man doch nicht vernünftig reguliert. Bei der SciSec, das ist ein Spaßkasperverein, wo nur Betrüger die Lizenzen haben. Da kann ja jeder x-beliebige Furz kann eine Lizenz kaufen. Wenn ich da hingehe und sage, ich will eine Lizenz kaufen, kriege ich eine. Ehrlich? Wie machen Sie das genau? Ja, damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, aber ich weiß, dass es so einfach ist bei der SciSec. Da arbeiten Nein, ja. Nein, ist nicht so einfach. Ja, aber was ein Fakt ist, ihr gehört zu 99,999% auch zu den Betrügervereinen. So, wenn Sie glauben, dass wir sind eine Betrug, ja, das ist Ihre Meinung, ja. Ich sage zu Ihnen, dass wir sind eine lizenzierte Unternehmen, unsere Lizenznummer. Ja, aber die Lizenz ist doch nichts wert bei der SciSec. Entschuldigung, was glauben Sie, dass BaFin ist besser dann SciSec? Ja, die BaFin reguliert ja kein Krypto, aber es hat ja auch so seine Gründe, ne? Das ist, unsere Firma hat nichts zu tun nur mit Krypto, ja, hat mit Aktien, hat mit Indizes, mit Commodities und was noch nicht immer, ja. Ja, aber die BaFin, die reguliert keine Firmen, die Krypto in ihrem Portfolio haben. Okay, so wenn Sie möchten eine Investition in Deutschland unter BaFin möchten Sie machen, können Sie das gerne machen. Ja, da gibt es ja leider keine mit Krypto. Aber das Problem ist, dass man, egal wo man sich anmeldet, dann nur Betrüger am Telefon hat, wenn man bei Kryptowährungen irgendwas handeln will. Na gucke, vom Gegenteil kann es mich auch nicht überzeugen. So, wissen Sie was? Ich kann sagen zu Ihnen etwas. SciSec ist unter ESMA, ja? Was ist SciSec? ESMA, wissen Sie, was genau ESMA ist? Nö. Okay. So, und das heißt, dass ich habe nicht so viele Informationen, dass Sie brauchen. Na doch, ich weiß, dass die SciSec sehr unseriös ist. Das reicht doch als Information. Wissen Sie, ESMA heißt European Securities and Markets Authorities, ja? ESMA kontrolliert alle Finanzen, Unternehmen, das ist unter
ESMA, okay? Zeissek ist unter ESMA. So, wenn Sie haben keine Vertrauen generell in der ESMA, heißt das, Sie haben keine Vertrauen generell. So, Sie brauchen keine Investition zum Tätigen. Verstehen Sie, was meine ich? Ja, ich habe ja gesagt, dass ich bei Betrügerfirmen keine Investition tätige. Das ist richtig. Wieso sagen Sie, dass wir sind eine Betrug? Gehen Sie bitte erst einmal auf unsere Seite und sagen, schauen Sie, was haben wir? Eine Lizenznummer, ja? Ja, die ist ja nichts wert, die Lizenz. Das ist ja Spielzeug, die kann sich ja jeder holen bei der SciSec. Nein, doch? Nein, das doch, stimmt nicht. Natürlich. Eine Frage. Was machen Sie beruflich, wenn ich frage darf? Das sage ich dir nicht. Aber es ist, glaube ich, auch besser, dass du nicht weißt, was ich beruflich mache. Dann wirst du später auf jeden Fall schon noch rausfinden, was ich beruflich gemacht habe. Ja, meine Frage ist, dass wenn Sie haben etwas zu tun mit der Finanz, ja, Sie muss wissen, dass jeden Finanzunternehmen muss eine Regulation haben. Das ja, richtig, richtig. Und Betrügerfirmen holen sich halt bei der SciSec eine. So, das heißt, das haben Sie irgendwann Geld verlieren? Nee, verloren. Ich kenne mich halt nur mit dem Thema gut aus. Okay, so wenn Sie wissen, was genau ist, Sie müssen auch wissen, dass eine regulierte Unternehmen ist kontrolliert und der Finanzaufsicht beschert. Ja, aber der SciSec ist nichts wert. Entschuldigung, aber wir haben eine Lizenznummer in ja, SciSec. Das ist ja nichts wert. Natürlich ist. Nein, es ist nicht. Das ist Spielzeug. Wir sind kontrolliert. Das ist Verarsche. Ihr seid unsere nicht kontrolliert. Die SciSec, die guckt ja gar nicht. Ja, unser Gespräch ist aufgezeichnet, richtig. Und wird definitiv genau, auch an die Behörden weitergeleitet. Genau, so. Sie haben und Sie kennen viele Informationen über SciSec. Sowieso sagen Sie, dass wir haben zu tun, wir sind ein Investmentunternehmen. Nee, ihr seid Betrüger, ihr seid kein Investmentunternehmen. Das ist eine Einbahnstraße bei euch, ihr Scheißbetrüger. Eine Frage. Machen Sie vielleicht auch ein Video dazu in YouTube gerade, oder? Das geht dich überhaupt nicht an. Okay, so, wissen Sie was? Ich möchte nicht Ihre Zeit nehmen, ja? Auf jeden Fall, ich sage zu Ihnen, wir sind ein reguliertes Unternehmen. Seid ihr nicht? Ihr seid Betrüger. Das dürfen Sie nicht sagen. Doch, das ja? darf ich sagen. Du bist Betrüger, du bist selbst kriminell. Du machst dich selbst strafbar damit, mit dem, was du da tust. Du bist einfach genau? nur ein kleiner Krimineller, einer bandenmäßigen Betrug und das auch noch gewerbsmäßig. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, Betrüger. Vielen Dank für Ihre Zeit. Betrüger. Eine Frage, ganz ehrlich. Ja, du bleibst immer noch Betrüger, da kannst du so viele Fragen stellen, wie du willst. Okay, und wieso bin ich Betrug? Was habe ich gesagt zu mir, das ist nicht, das stimmt nicht? Na, zum Beispiel das mit der SciSec ist ja witzig, was du mir da erzählst. Das ist doch nichts anderes als lächerlich. Du erzählst mir doch nur lächerliche Scheiße, ohne Hand und Fuß. Okay, so das heißt, dass Sie haben kein Interesse zum Investieren in Zypern, ja? Na, zumindest nicht in Ihrem illegalen Unternehmen, richtig. Gibt's keine illegal. Doch, ihr seid illegal. Entschuldigung, ein Finanzunternehmen, ja? Und das ist unter einer Finanzaufsichtsbehörde, ist kein illegal. Ja, doch, eure schon. Wie heißt unsere Plattform? Ja, hast du doch vorhin erzählt, ich hab's dir doch auch. Wie? Ja, das hatten wir doch jetzt zu Beginn des Gesprächs. Das spielt doch jetzt auch gar keine Rolle. Die Rolle spielt, dass du mir erzählst, dass ihr bei einer illegalen Verteilsammelstelle angemeldet seid und denkt, dass ihr legal seid. Das seid ihr nicht. Ihr illegal. Seid Betrüger. Ihr seid einfach nur bandenmäßige Betrüger. Aha. Und das ist ekelhaft. Und von wo nehmen Sie das ein? Na, von dir. Von dir. Du erzählst mir das doch. Ich habe gesagt, wir sind reguliert Unternehmen in SciSec. Ja, und das sind Betrüger. Betrüger sind bei der SciSec reguliert. Aha. Also hast du mir erzählt, dass ihr Betrüger seid. In welche Regulator wir muss angemeldet? Wer muss? Welche? Sagen Sie mir, das ist keine Betrug. BaFin, FSA. Ja, wer bei der BaFin angemeldet ist, kann theoretisch auch ein Betrüger sein. Aber das dafür sorgt ja die BaFin, dass die Unternehmen dann ganz schnell zumachen. Und die SciSec halt eben nicht. Die SciSec unterstützt das ja sogar noch, dass da Betrüger sich anmelden. Da kriegst du eine Lizenz für 25 Euro hinterhergeworfen. Ehrlich? 25 Euro an Lizenznummer? Sie haben keine Ahnung, ganz ehrlich. Naja, das sagt der Betrüger, der keine Ahnung hat. 25 Euro an Lizenznummer? Schämst du dich eigentlich nicht für den ekelhaften Job, den du da machst? Menschen berauben? Okay. Das ist doch ekelhaft, was du da machst. Tschüss. Ja, du bist ein Betrüger. Nix, tschüss. Hallo, guten Tag. Ja. Marcel Kuschner, mein Name, wie geht es Ihnen? Ja, ganz schlecht. Ja, schon. Was geht schlecht? Ja, ist alles scheiße gerade.
Ja. Hallo, Rudolf? Was? Marcel ist da? Ja. Ja. Wo sind Sie? In der Küche. Wo? In der Küche. In der Küche? Ah, ja. Ich rufe Sie vom Trading online, weil Sie haben ein Konto mit 220 Euro eingezahlt. Was habe ich gemacht? Sie haben ein Konto geöffnet bei Trading online mit 220 Euro eingezahlt. Ja. Ja. Und auch ein Fehler gemacht und Ihr Konto ist blockiert. Aha. Ja. Und nun? Haben Sie Computer, PC, Laptop, was müssen Sie für Internet für Ihr Konto wieder aktivieren machen? Wieso wieder aktivieren? Ich dachte, das ist aktiv. Nein, weil Sie haben einen Fehler gemacht und ist blockiert. Was habe ich denn für einen Fehler gemacht? Ja, Sie haben einen falsch gekriegt im Konto. Na, wieso? Das hat doch der Berater gemacht. Nee, doch? Sie haben es selber. Nee, der Berater hat das Geld aufgeladen. Ich habe bloß meine Kreditkartendaten durchgesagt. Und haben Sie Computer in der Nähe? Ja. Für eine kurze Zeit wieder aktivieren machen? Ja, was muss ich denn da machen? Okay. Schalten den Computer oder ist geschaltet? Ja, was muss ich denn da machen? Nutzen Sie Anydesk-Adresse in Ihrem Computer? Was für ein Ding? Anydesk. Nee. Okay, öffnen Sie Google Chrome. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn falsch? Wenn Sie Ihren Konto aktivieren machen, weil Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Passwort falsch geschrieben und ist blockiert. Ja, warum? Das hat er, wie gesagt, ich habe das ja nicht selber gemacht. Das hat ja der Berater gemacht. Oder vielleicht Ihren Berater gemacht, weil ich rufe Sie von Haupt, von Sicherheitszentral. Mhm. Ja. Ja. Und was öffnen Sie Google Chrome. Ja, warum denn? Was muss ich denn genau tun? Herr, Sie oder Ihren Berater hätten einen falsch gemacht von Ihrem Konto und ist blockiert. Ja, dann machen Sie es doch wieder frei. Wie frei? Ja, dann müssen Sie es freischalten, wenn es blockiert ist. Ja, wir müssen ein bisschen Verifizierung machen. Was denn für eine Verifizierung? Möchten Sie für Wiederaktivierung, ja oder nein? Oder ja, na, antworten Sie doch einfach auf die Fragen. Ja. Antworten Sie doch einfach auf die Fragen. Wir müssen Ihre Verifizierung, Ihren Daten, Namen und Vornamen und Ihren Ausweis. Ja. Habe ich doch alles schon geschickt? Sie haben geschickt, aber Ihr Konto ist blockiert. Wo Sie haben geschickt? Aha. Weil ich rufe Sie für Sicherheitszentrale und wir müssen Ihren Daten. Ja, dann muss ich doch nicht meine... Und hättet Ihren Broker. Ach so, also geht es jetzt um den Identitätsdiebstahl, ja, oder was? Schalten, Herr, möchten Sie oder möchten Sie lassen blockieren? Ja, geht es jetzt um den Identitätsdiebstahl, oder was? Wenn Sie wieder aktivieren heute, Ihren Konto bleibt blockiert mit alles Geld drin. Ja. Ja, und auch mit Ihrem Profit drin. Aha. Ja. Ja. Öffnen Sie Google Chrome. Ja, muss ich ja erstmal an den Computer gehen. Ja, gehen Sie. Ja. Und wie heißt Ihr Unternehmen, von wo aus Sie anrufen? Ich rufe Sie für Sicherheitszentrale Taxotil hier in Ostrasch. Mhm, okay. Dann geh ich mal an den Computer gucken. Okay. So, was soll ich da jetzt machen? Nutzen Sie eine Desk-Adresse in Ihrem Computer oder muss er laden? Nee, das brauchen wir nicht, das Programm. Eine Verifizierung geht ja nicht. Eine Verifizierung macht man ja nicht über Anydesk. Mit was können wir die Konto wieder aktivieren machen? Weil wir müssen schauen, ohne Fehler machen. Ja, müssen Sie mir doch sagen, aber Anydesk brauchen wir ja nicht für eine Kontoverifizierung. Öffnen Sie Google Chrome, lass mich erklären. Ja, habe ich auf. Also Google Chrome besitze ich nicht, aber okay. Internet habe ich auf. Bin ich jetzt auf Google. Ich gebe jetzt nicht Anydesk ein. Das passiert nicht. Ja, ich lade mir das Programm nicht runter. Warum schreien Sie mich an? Ja, weil Sie haben selber Ihren Konto aktivieren machen. Naja, das Konto ist doch schon aktiviert. Nein, ist noch nicht, ist nicht aktiviert, weil es blockiert. Sie haben über 5 Mal probiert mit einem falschen Passwort. Nee. Ja, ich schaue das System, alles, ich habe ihn System. Aha, also sind Sie ein Betrüger? Herr, ich habe Ihnen doch gesagt, möchten Sie wieder aktivieren, ja oder nein? Ja, ist ja aktiv, das Konto, ich kann mich ja einloggen, nein, bin ja drin. Nicht aktiv, ist blockiert mit Ihren Kindern. Nee, ich bin drin, es geht. Schau, das System. Ja, es geht ja, es funktioniert, ich bin drin im Konto. Ja, Ihr Konto ist blockiert. Nee.
Vielleicht Ihr Computer ist kaputt. Nee, mein Computer ist nicht kaputt. Ich glaube, dass Ihr Skript einfach nur billig ist. Weil verarschen lasse ich mich nicht. Mein Konto ist aktiv. Nein. Doch. Ist nicht aktiv. Doch, ist aktiv. Ich kann ja darauf zugreifen. Ich bin doch eingeloggt. Ich bin jetzt in meinem... Hallo, ich bin jetzt in meinem Konto eingeloggt. Ich bin drin. Es geht. Hab Zugriff. Ganz normal. Nein. Doch. Geht. Okay, wir schauen auf AnyDesk. Machen Sie sehr. Nein, ich lade kein AnyDesk runter. Das ist ein Programm, was nur die Betrüger benutzen, um Identitätsdiebstahl zu betreiben. Mehr nicht. Also seid ihr Kriminelle, die jetzt hier bei mir anrufen und versuchen schon wieder Geld zu bescheißen oder wenigstens irgendwelche Daten zu klauen. Mehr Grund hat dein Anruf nämlich garantiert nicht. Was meinen Sie? Ja, so wie ich es gesagt habe, meine ich's. Du bist ein Betrüger. Du bist ein Betrüger. Nein, du bist ein Betrüger. Du bist ein Betrüger. Nein, du bist kriminell. Du hast selber die Konto blockiert. Nee, hab ich nicht. Ich bin ja eingeloggt. Ich bin drin. Okay, vergessen Sie Ihren Geld. Nö, vergesse ich nicht. Du bist ein Betrüger. Vergessen Sie Ihren Geld. Du bist ein Betrüger. Vergessen Sie Ihren Geld. Soll ich dir mal was sagen? Soll ich dir mal was sagen? Ich habe noch nie Geld eingezahlt. Also wie soll ich was auszahlen, wenn ich noch nie Geld eingezahlt habe? Betrüger, du bist nichts anderes als ein Betrüger. Es gibt kein Konto. Scheißegal, ich will Ihren Konto. Vergessen Sie Ihren Geld. Du bist lächerlich. Nein. Doch, ich habe nie Geld eingezahlt. Nie. Ich habe nie Geld aufgeladen. Nie? Nein, nie. Noch nie. Sie haben mit 200... Nein, habe ich nicht. Hab ich nicht. Nein. Du bist einfach nur ein Betrüger, der jetzt versucht, ein billiges Skript vorzulesen. Das ist einfach nur peinlich, deine Abzockversuche. Ist ja lächerlich. Du bist sowas von lächerlich. Gleiche wie Sie. Ja, lächerlich. Ja, wir versuchen ein Dom, gleiche wie Sie. Ja, genau. Und du bist ein Betrüger. Ja. Krimineller. Ja. Ja, du gehörst auf jeden Fall ins Gefängnis. Ja, das ist mir doch egal, ob du Russe bist. Auf jeden Fall gehörst du ins Gefängnis. Ja. Du gehörst ins Gefängnis. Dich sollte man einsperren und nie wieder rauslassen. Nie wieder sollte man dich rauslassen. Ja, ich bin ein russischer Mann und ich komme bei Ihnen aus und Ihnen kriegen. Ja, mach dich nicht lächerlich. Du bist einfach nur peinlich. Ja, hallo? Ja, du bist nur peinlich. Herr Penner, möchten Sie Ihren Konto aktivieren, ja oder nein? Mein Konto ist aktiv. Nein. Doch, und du bist ein Betrüger. Herr Penner. Ja, du bist nur ein Betrüger. Herr Penner, hören Sie mir zu. Nee, eigentlich versuche ich dir nicht zuzuhören, weil da kommt ja nur Müll raus. Ja, wie habe ich Ihnen gesagt, ich komme nach Russia und morgen, ich bin in Ihrem Haus. Bist du ein bisschen bescheuert, ne? Ja, genau. Du bist total bescheuert. Du bist so lächerlich, ne? Du bist so lustig. Du bist nicht. Du bist nichts anderes als ein kleines Kindergartenkind. Einfach nur ein Kindergartenkind. Du bist einfach nur noch peinlich. Ja. Und du findest das seriös, ja? Dir soll jemand vertrauen? Ha? Das ist einfach nur lächerlich. Deine Frau morgen starken Sex. Ich hab gar keine Frau. Ich hab einen Mann. Sie haben einen Mann? Ja. Du bist ein Schwul? Ja. Nennt man homosexuell. Aber immerhin bin ich keine ekelhafte Kakerlake, die Leute verarscht. Ja, ein alter Mann ist ein Schwul. Penner, Herr Penner. Hallo, Penner, hören Sie mir zu. Wir müssen ein bisschen sprechen. Deine Frau ist zu Hause? Wie gesagt, ich habe keine Frau. Sie haben keine Frau? Deine Mutter oder deine Tochter? Ja, habe ich auch nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Was wollen Sie? Wollen Sie einen Mann? Nö, ich habe ja einen. Brauche ich ja nicht noch einen. Hallo? Ja. Möchten Sie einen afrikanischen Mann? Nee, das brauche ich nicht. Ich habe ja schon, bin ja schon versorgt, ich brauche ja nicht noch mehr. Was brauchen Sie? Ja, brauche ich gar nicht. Hab ja schon. Sie haben einen Mann. Schwarz oder was? Tja, dein Problem. Deine Frau
Nee, nix, Frau. Hallo? Ja, was denn? Herr Pohl, wo sind Sie? In der Küche. In der Küche, was machst du? Jetzt aktuell mache ich gerade Waschbecken sauber. Fisch oder was? Was? Nee, Waschbecken. Und morgen, Sie, was machst du? Sie sind zu Hause oder was? Oh Mann, das ist so primitiv. Hm? Das ist ganz schön primitiv. Morgen, was machst du? Da geht dich doch nichts an, was ich morgen mache. Ja, weil ich komme bei Ihnen. Nee, da lache ich mich dann über dich kaputt morgen. Das werde ich machen. Oh. So lächerlich. Du bist ein alter Schwund. Du bist einfach nur lächerlich. Okay, Herr Schwund, ich wünsche für Sie alles Gute. Das wünsche ich dir nicht. Und sich deine Frau, deine Mutter und ja. Ja, nee, das passiert ja nicht. Deine Mutter ist gestorben? Nö. Okay, geben Sie mir ein Feind. Machen. Was? Deine Mutter. Was ist damit? Du Fick machen. Was? Ein Ficken. Nö, das ist eklig. Ich meine, wenn du auf alte Frauen stehst, kannst du dir ja gerne alte Frauen nehmen, aber da habe ich nichts mit zu tun. Ja. Ich finde das eklig. Jetzt schon mit deiner alten Frau. Du magst Inzest, kann das sein? Aber das spricht ja dafür, woher du kommst. Aus einem sehr, sehr schlechten Haushalt. Bisschen eklig, ne? Okay. Aber da sieht man, dass deine Intelligenz nicht gerade groß sein kann. Und dein Mutter wo ist? Tja. Hä? In Küche? Ist eigentlich nur peinlich, was du da so am Telefon abziehst. Wo ist dein Mutter? Schämst du dich dafür manchmal, was du da so für einen Job machst? Deine Mutter wo ist? Ja. Ich glaube, du solltest dich wirklich ein bisschen was schämen. Deine Mutter! Ja? Und was mit deiner Mutter? Deine Mutter, wo ist deine Mutter? Ich kann ja mal deine Mutter ficken. Was hältst du denn davon? Deine Mutter, geben Sie mir deine Mutter. Nö, meine Mutter wohnt ja nicht bei mir. Okay, geben Sie mir die Adresse von deiner Mutter. Nö, das kannst du vergessen. Du kannst mir ja die Adresse von deiner Mutter mal geben. Ich komme morgen in Ihren Haus. Das ist doch eh lächerlich. Du weißt ja nicht mal, wo ich wohne. Ich finde es auch gar nicht raus. Das ist einfach nur eine Kakerlake und peinlich. Herr Benner. Schon peinlich, was er da so macht, ne? Alles gut. Naja, aber wenn man sonst nichts Anständiges in seinem Leben schafft, dann versucht man es halt als Betrüger, ne? Und dann wird man halt da hops genommen. Benner. Ja. Tschüss, Herr Benner. Kannst du eigentlich auch ein paar andere Wörter, oder ist dein Sprachbudget so begrenzt, dass nur Penner funktioniert? Ja. Sie, ja. Genau, also ist dein Sprachvolumen sehr begrenzt, das merkt man. Hallo? Ja. Sind Sie da? Ja, ich bin da. Ja. Herr, möchtest du denn noch Schönes? Herr Schlampe. Ja? Kennst du den Dennis Wilson? Hallo, Herr Schlampe. Ja, kennst du den Dennis Wilson? Hallo, Herr Schlampe. Ja, also scheinbar nicht. Intelligenz ist wirklich stark begrenzt. Also immer nur das Gleiche so zu erzählen, ist ja auch langweilig, oder? Bist du, Herr Schlauper. Habt ihr wenigstens ein schönes Callcenter? Wie alt bist du, Herr Schlauper? Das geht dich nichts an. Okay, Herr Schlauper, tschüss, bis morgen. Ich komme bei Ihnen. Ja, na, dann rufst du morgen nochmal an, ja? Ja, bei Ihnen Fieke. Genau. Machst du dein Papa sauber? Ja, und morgen ich ficke dich. Das glaube ich aber weniger. Morgen ich ficke dich. Vorher kriegst du einen Elektroschocker zwischen die Beine. Morgen ich ficke dich. Ja. Genau, dann gucken wir mal wieder auf den neuen Elektroschocker reagierst, auf den Nimbus 3000. Morgen ich ficke dich. Genau. Mensch, so viel geballte Intelligenz. Sind die anderen Kollegen von dir auch so schlau? Ist mir scheißegal. Ja, merke ich. Morgen, ich komme bei Ihnen. Ja, du hast ja nicht mal die Adresse. Ja? Hallo? Ja? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Handy Hubschrauber? Ja? Ich grüße Sie erstmal, Lisa Neuer aus dem Apparat. Ich melde mich bezüglich Ihrer Registrierung für den Online-Handel, das Sie gerade gemacht haben. Sagen Sie mir bitte, ist das richtig?
Hier von Interia Finanz? Ich habe gerade eine Registrierung gemacht auf unserer Werbungsseite, genau. Ja, Interia Finanz seid ihr, oder was? Genau. Ja. Genau, also das ist unsere Werbungsseite und von dieser Werbungsseite, Sie sind jetzt an mich weitergeleitet. Nein, nee, die Werbungsseite hieß ja anders. Jetzt bin ich ja direkt hier schon auf eurer Webseite Interia Finanz. Nee, also unsere Werbungsseite heißt nicht so. Also unsere Seite, ich meine unsere Plattform. So, aber da bin ich ja jetzt rausgekommen. Ah, verstehe. Das kann sein, dass da ein kleiner Fehler mit der Werbungsseite war. Also Sie sind eigentlich, die Registrierung ist durch und Sie sind an mich weitergeleitet. Ach so. Und mein Job würde es sein, Ihnen mit der Aktivierung Ihres Handelskontos so weiter zu helfen, aber nur natürlich in dem Fall, dass Sie Interesse daran haben. Na, wie heißt denn Ihre Firma, wenn ich jetzt auf der falschen Seite bin? Unsere Firma heißt Trade Markets. Und wie schreibt man das? Also Trade, gerade, Markets, Markets. Ja, und dann? Sagen Sie mir bitte, wo haben Sie unsere Reklame gesehen erstmal? War das eine Seite auf Facebook, YouTube, ja, Google? Ja, die hatte ich jetzt hier von Facebook. Von Facebook und für ihn vielleicht die Seite von einem Freund empfohlen oder sind Sie durch Zufall auf uns gestoßen? Ich habe Bitcoin in die Suchliste eingegeben und dann kam da gleich der erste Beitrag, da habe ich einfach drauf geklickt. Ah, verstehe. Also, ich hoffe, dann haben Sie auch auf der Werbung gelesen, Sie haben bei uns die Option, mit einem Bitcoin-automatischen System zu arbeiten, richtig? Ich habe da gleich meine Daten eingetragen und habe geguckt, was kommt. Aber wir haben die Domain noch nicht ganz fertig. Also ich habe jetzt Trade Markets mit S am Ende und dann, was kommt denn da als Domain-Endung? .eu. .eu. Genau. Ja. Ich habe eine kurze Frage wegen der ganzen Prozedur hier bei uns, weil wir haben hier auch eine Altersgrenze. Darf ich Sie bitte nur fragen, wie alt sind Sie, wenn es kein Geheimnis ist? 29. Sehr schön. Und sagen Sie mir bitte nur, sind Sie immer noch berufstätig oder studieren Sie immer noch? Nee, ich bin arbeiten. Sie sind am Arbeiten, sehr schön, das freut mich. Also, sagen Sie mir bitte, haben Sie auch auf der Werbung gelesen, dass die minimale Investition 250 Euro ist? Kann sein, dass da sowas stand. Ja, ich glaube schon. Also, die minimale Investition ist 250. Wenn Sie mit einem Autotrader arbeiten wollen, dann sollten Sie mit einer minimalen Summe von 250 starten, die Sie im Prinzip auf drei Wege tätigen können. Visa-Karte, Mastercard oder Online-Banking. Benutzen Sie eine dieser Optionen vielleicht? Na, ja, Überweisung kann ich machen. Sie meinen eine normale Banküberweisung? Ja. Verstehe. Also wir haben auch die Option, dass Sie es mit einer normalen Banküberweisung machen können, aber die Option habe ich nicht erwähnt, weil wenn Sie es mit einer normalen Banküberweisung machen wollen, dort ist die minimale Summe 1.000 Euro. Aber wenn Sie es mit einer Visa oder Masterkarte machen wollen oder über Online-Banking, dann ist die minimale Summe 240. Deshalb habe ich Ihnen auch nicht erwähnt, die Option normale Banküberweisung. Achso, aber ich habe so eine anderen Karten nicht. Sie haben keine Kreditkarte, Visa, Masterkarte. Das brauche ich nicht. Und Sie nutzen kein Online-Banking. Nee, sowas habe ich auch nicht. Ich halte da nicht so viel von, weil da ist man dann nur unsicher. Verstehe also. Nur, dass Sie wissen, alles, was Sie auf unserer Trading-Plattform machen, Einzahlungen und Auszahlungen, Sie müssen alles auch persönlich von Ihrer Seite aus bestätigen, weil wir sind auch mit der BaFin reguliert, also reguliert und lizenziert. Das können Sie auch gerne auf der Plattform nachschauen. Es ist alles transparent. Mit Kryptowährung bei der BaFin. Genau, wir sind mit der BaFin reguliert. Unsere Plattform ist mit der BaFin reguliert. Das heißt, Sie können jederzeit Einzahlungen und Auszahlungen machen, wann und wie Sie es wollen. Also eine Auszahlung auf ein Konto Ihrer Wahl. Aha. Und Sie benutzen keine von den Optionen für die Einzahlung, richtig? Nee, ich kann nur überweisen. Nee. Aber 1000 Euro ist mir zu viel. Ist zu viel, verstehe. Deshalb habe ich auch nicht die Option erwähnt. Wir können es so machen. Ich kann Ihnen eine E-Mail schicken auf Ihre E-Mail-Adresse. Und in dem Fall, dass Sie später vielleicht eine von den Optionen bekommen, Sie können mir einfach nur zurückschreiben. Ich würde Sie gerne noch einmal anrufen. Und wenn Sie Interesse haben, das Konto zu aktivieren, wir können es gerne zusammen machen. Ist das okay für Sie? Naja, warum ist denn das mit normaler Banküberweisung so teuer? Also, so ist es nun mal. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieso es so ist, aber ich glaube, die Promotion, die wir haben, geht nur mit Visa, Masterkarte online oder Online-Banking. Aber auf eurer Webseite steht auch nichts davon, dass ihr mit der BaFin irgendwie zusammenarbeitet. Auf unserer Webseite? Ja, habe ich mir gerade angeguckt. Haben Sie die legalen Dokumente gefunden vielleicht? Ja. Wo sind sie jetzt da auf unserer Seite? Gucke ich auch mal drauf. Wie sieht unsere Seite aus?
Ist so blau, so dunkelblau so ein bisschen und mit weißem Hintergrund. Und da ist so eine komische Frau im Hintergrund mit so einem Schwert. Frau im Hintergrund. Oder kann auch nicht. Sie haben eine falsche Seite geöffnet. So eine Frau mit Schwert auf der Legalseite. Nee. Das ist nicht unsere Seite. Nee? Nee. Sagen Sie mir, sehen Sie vielleicht einen Globus? Ein was? Einen Globus, eine Erdkugel. Nee. Nee, also unsere Seite sieht so aus. Sie auf der Startseite sollten Sie einen Globus sehen und da sollten Sie auch eine Option finden über uns und legal. In der legalen Seite, da sollten Sie alle Lizenzen finden für mehrere Länder, die wir haben. Da können Sie sich ach so, den Globus finden. Meinen Sie. Auf der Startseite ist ein Globus, aber auf der nächsten Seite mit legal, da ist eine Frau mit einem Schwert im Hintergrund. Mit einem Schwert im Hintergrund? Ja, eine Frau mit einem Schwert. Und darüber geht dann so die Schrift. Aber da steht auch nichts mit BaFin. Also dann haben Sie auch den BaFin nicht gefunden. Sie sollten ein bisschen mehr durch die Seite recherchieren, es finden. Und wie gesagt, ich schicke Ihnen die E-Mail, Sie schreiben mir zurück, wenn Sie bereit sind. Ist das okay für Sie? Naja, aber ich habe Sie ja jetzt gerade am Telefon. Kunden warten auf den Anruf, ich habe nicht also so viel Zeit. Wie lange gibt's denn eure Webseite schon? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren? Genau. Ach so. Und wir haben 13.000 aktive Mitglieder, also... Aha. Wie gesagt, es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie mit uns weitermachen wollen oder nicht. Mein Job ist es nicht, Sie zu irgendetwas zu drängen oder etwas. Also wenn Sie sich entscheiden, mit uns weiterzumachen, es ist kein Problem. Wenn nicht, das ist auch kein Problem. Ja. Das ist, wie gesagt, allein nur Ihre Entscheidung. Aber klingt nach Betrug. Also, wollen Sie mir sagen, dass ich ein Betrüger bin? Na, eine Betrügerin, ja. Man muss ja schon... Eine Betrügerin, ja. Sie wollen mir sagen, dass ich ein Betrüger bin und dass mein Unternehmen, das 4 Jahren existiert und das mit dem vierten Betrüger ist. Das mit den 4 Jahren stimmt ja schon mal gar nicht. Das ist ja auch Quatsch. Die Domain existiert ja gar nicht so lange. Ja, guten Tag. Einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Gerold Steiner. Mhm. Ist das korrekt? Jo. Ich grüße Sie. Ich werde mich kurz vorstellen, Herr Steiner. Mein Name ist Dominik Mercier und ich bin Mitarbeiter von der Auszahlungsabteilung. Der Grund meines Anrufes ist Ihr Kapital, Herr Steiner, was Sie auf dem Finanzmarkt besitzen. Ne? Mhm. Weil Sie keine Manipulationen schon lange mit dieser Summe getätigt haben, genau deswegen, unsere Abteilung hat unter Ihrem Namen die Anfrage erhalten, dass Sie wünschen, diese Summe, ja, die Summe ist in Höhe von 35.233,95 €, ja, auszahlen lassen, damit Sie es auf Ihr Hausbankkonto bekommen können. Ist das korrekt, Herr Steiner? Ja, weiß ich doch nicht. Also, unter Ihrem Namen auf dem Finanzmarkt in Kryptowährungen ist diese Summe stabilisiert, ist die Summe in Höhe von, wie gesagt, 35.233,95 €. Ne? Und dieses Auszahlungsprozedur funktioniert so, ja. Zuerst soll ich unter Ihre aktuelle E-Mail-Adresse offizielle Auszahlungsformular senden, ja. Natürlich mit Instruktionen, wie können Sie es ausfüllen, ja. Dort wissen Sie, Sie brauchen Ihren Namen zu eingeben. Dort sind die Felder für Auszahlungsbetrag, für IBAN. Wo wünschen Sie diese Summe zu bekommen? Und so weiter und so fort. Ja, das werden Sie selber nachschauen. Wenn Sie es ausfüllen und so an uns senden, unsere Rechtsabteilung wird für Sie diese ganze Summe sozusagen deklarieren. Danach werden Sie diese Summe auf Ihr Hausbankkonto bekommen. Ja, alles klar soweit, Herr Steiner? Nicht so richtig. Okay, dann schauen Sie mal, können Sie mir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse diktieren, damit ich dieses Auszahlungsformular senden kann? Die weiß ich doch nicht aus dem Kopf. Ach so, wissen Sie es nicht? Nee. Okay, können Sie es nachschauen? Da muss ich gucken. Mhm. Wissen Sie, ich kann in 5 Minuten anrufen, Herr Steiner. Nee. Wenn Sie bereit sein werden, dann können wir diese Sache erledigen. Dann müssen Sie so lange am Telefon bleiben, wie ich gucke. Okay, dann werde ich an der Leitung warten. Ist überhaupt kein Problem, das ist mein Job, ne? Ja. Okay, bitteschön, nehmen Sie ruhig Zeit, ja? Ich warte an der Leitung und wenn Sie bereit sein werden, sagen Sie mir Bescheid. Ja. Mhm. Herr Steiner, hören Sie mich? Ja.
Ja, wissen Sie, bei mir steht, wissen Sie, die als Ihre aktuelle E-Mail-Adresse die Ziffern, ja, jetzt schalten, mdccfan.de. Ja, die geht. Die geht, okay. Dann ich werde Ihnen sagen, das ist 0394152874, jetzt schalten, mdccfan.de. Bei mir steht es so. Ja. Okay, prüfen Sie es, damit wir Fehler vermeiden. Okay, Herr Steiner, wenn es stimmen wird, dann sende ich ein E-Mail an Sie. Was soll ich da prüfen? Ihre E-Mail-Adresse. Ja, habe ich doch gesagt, hört sich richtig an. Ach so, es ist korrekt, ne? Ja. Okay, Herr Steiner, dann innerhalb von 10 Minuten, Sie werden, wie gesagt, offizielles Auszahlungsformular mit Instruktionen von meiner Seite schon haben, ne? Füllen Sie es aus und senden Sie es an uns zurück, ne? Und dann? Dann, wie gesagt, unsere Rechtsabteilung wird Ihre Börsensumme für Sie unter Ihren Namen deklarieren, ja? Und dann werden Sie diese Summe in Höhe von mehr als 35.000 Euro auf Ihr Hausbankkonto bekommen, ja? Wissen Sie, Herr Steiner, warum braucht man diese Deklarierung, ja? Warum macht das unsere Rechtsabteilung für Sie? Weil wenn Sie so große Summe auf Ihr Hausbank bekommen, ja, nach der Deklarierung wird keine EZB, das heißt Europäische Zentralbank oder die Regierung an Sie Fragen stellen, woher Sie so große Summe entweder erwirtschaftet oder erhalten haben. Alles klar? Ja, das haben Sie sich gut ausgedacht. Okay, okay, sehr gut. Dann prüfen Sie Ihre E-Mail. Innerhalb von 10 Minuten werden Sie das E-Mail von meiner Seite schon haben. Mein Name ist Dominique Mercier. Merken Sie bitte das auch. Ist aber noch nicht da, die E-Mail. Nein, innerhalb von 10 Minuten. Ich soll doch diese E-Mail an Sie schreiben. Achso, und dann? Nach unserem Gespräch. Und dann? Ja, füllen Sie dieses Auszahlungsformular, ja? Was steht da drin? Dort brauchen Sie Ihren Namen zu eingeben, ja, dass Sie Herr Gerold Steiner sind, ja. Sie brauchen dort die Auszahlungssumme zu eingeben. Dort ist steht Kontowährung, ja. Dort brauchen Sie Euro/Bitcoin zu eingeben, weil diese Summe auf dem Finanzmarkt haben Sie mit Bitcoin profitiert, ja, mit Kryptowährung. Mhm. No? Okay. Dort wird dort ist auch die Felder für die IBAN, wo wünschen Sie die Summe zu bekommen und so weiter und so fort. Das werden Sie selber nachschauen, ne? Aha. Und dann? Und dann? Ich habe doch das schon erklärt. Wenn Sie es ausfüllen, unsere Rechtsabteilung wird Ihre Summe, was unter Ihrem Namen steht, offiziell unter Ihrem Namen auch plus deklarieren, ne? Und diese Summe bekommen Sie auf Ihr Hausbankkonto, welches Sie im Auszahlungsformular eingeben. Aha. Und? Ja. Da muss ich nicht vorher irgendwas überweisen oder so? Nein, Sie brauchen natürlich, Sie meinen etwas zu bezahlen, ja, oder? Nein, Sie brauchen gar nichts zu bezahlen, die Kommissionen von dieser Summe sind schon abgezogen, ja. Was diese Summe, was ich Ihnen genannt habe, das ist Ihre Nettogewinne auf dem Finanzmarkt. Aha. Und das wird mir dann einfach überwiesen? Wissen Sie, zuerst werden Sie diese Summe auf Ihr Kryptobankkonto erhalten, weil diese Summe ist in Bitcoins, ja, und normale Banken akzeptieren keine Kryptowährungen, ja. Wenn Sie es auf Ihr Kryptobank bekommen, dann können Sie diese Bitcoins in Euros umtauschen, ja, und auf Ihr Hausbankkonto danach überweisen. Aha. Und warum muss ich das umtauschen? Also Sie können auch Bitcoin, ja, Bitcoins haben, nicht umtauschen oder so etwas, aber das folgt danach. Wenn Sie diese Summe in Bitcoins auf Ihr Kryptobank bekommen, ja, dann können Sie auch selber mit Bitcoin handeln oder, ja, wissen Sie, auf Ihr Hausbank überweisen, es in Euros umtauschen und so auf Ihr Hausbank überweisen. Wissen Sie, das ist Ihre Summe, Sie entscheiden selbst, was Sie mit dieser Summe machen, natürlich. Ja, die E-Mail ist aber noch nicht da. Nein, ich soll das auch schreiben, Herr Steiner. Nach unserem Gespräch, innerhalb von 10 Minuten werden Sie es haben. Und warum nicht während unseres Gesprächs? Dann warte Sie an der Leitung, ja? Ja. Es braucht für mich 5 Minuten, nicht mehr. Ja.
Ihnen E-Mail zu senden, okay? Ja. Okay, Moment. Ich werde das an Sie senden. Okay. Herr Steiner? Ja. Sind Sie noch da? Mhm. Ja, ich habe das schon gesendet. Sie können Ihre E-Mail aktualisieren, ne, Ihr Posteingang, ja, und mein E-Mail werden Sie in ein paar Sekunden schon haben. Ich guck mal. Okay. Ist noch nicht da. Okay. Abwarten wir. Hm. Normalerweise das braucht ein paar Sekunden. Ja. Können Sie für mich Ihre E-Mail durchlesen? Nee. Bescheid zu wissen. Okay, dann ich werde Ihnen das durchlesen, ob ich Ihre korrekte E-Mail hier habe, ja? Ja. Okay, es ist 03. Hm. 94. Ja. 15. Ja. 59. Ja. 28. Ja. 74. Ja. Ad-Zeichen. Ja. Dann kommt, ich werde das buchstabieren. Hm. Dann kommt Martha Dora. Hm. Zweimal Cäsar, Cäsar, mhm. Cäsar, mhm. Friedrich, ja. Ulrike, mhm. Nordpol, mhm. Punkt, mhm. Dora, Emil. Mhm. Die ist richtig. Okay. Und haben Sie gute Internetverbindung? Ja. Aber das sollen Sie es erhalten, ne? Das kommt an, ja. Andere Sachen kommen ja auch an. Mhm. Schauen Sie mal. Sie haben ein E-Mail von Dominique Mercier gekriegt. Nö, nee, noch nicht. Korrekt? Ist noch nicht da. Von Blockchain. Nö, nee, ist nix da. Nix okay, gekommen. Okay, ich versuche dann noch einmal. Mhm. Okay, habe ich nochmal gesendet. Ja, ich aktualisiere mal. Nee, ist noch nichts da. Wenn ich Ihre korrekte E-Mail habe, das habe ich durchgelesen, das wissen Sie Bescheid, ne? Mhm. Dann bekommen Sie es auf jeden Fall. Das kann sein, dass Sie haben ein bisschen schlechte Internetverbindung nee. Und es wird ein bisschen dauern. Ich habe keine schlechte Internetverbindung. Ja. Weil wissen Sie, ich sende ja, mehrmals E-Mails jeden Tag und viele E-Mails. Okay, abwarten wir, kein Problem. Hm. Noch nichts angekommen? Nee. Aha. Ist nichts da. Ich habe auch schon beim Spahn geguckt. Aber der Spahn hat auch nichts. Ich verstehe nicht, wo liegt das Problem jetzt. Ja, warum bekommen Sie keine E-Mails von meiner Seite? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht haben Sie andere E-Mail? Nee. Ja, also normalerweise die Menschen haben gmail.com, outlook.com, gmx.com, wissen Sie, gmx.de, und so weiter und so fort, solche Endungen in E-Mails, ja, solche mdccfan.de habe ich erst das mal gesehen, ehrlich zu sagen. Und wie heißt der Absender der E-Mail-Adresse? Blockchain, Netzzeichen, Auszahlungsabteilung.com. Habe ich noch nicht da. Ist nicht da. Ich suche mal danach, aber ist nichts da. Aha. Komisch. Ja, finde ich auch. Können Sie, Herr Steiner, wir können so etwas machen. Können Sie an mich ein E-Mail senden, einfach, dann schreiben Sie Hallo oder so etwas oder Punkt, einfach, damit ich Ihre E-Mail kriege oder nicht, damit wir es überprüfen können. Das ja. Kann ich machen, ja. Und als Antwort kann ich nochmal Ihnen ein E-Mail senden. Ja. Soll ich mein E-Mail Ihnen buchstabieren? Ja. Okay, fangen wir an. Es ist Baby Bertha. Ja. Ludwig. Ja. Otto. Ja. Cäsar. Ja. Kaufmann.
Ja. Cäsar. Ja. Heinrich. Ja. Anton. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Mhm. Edzeichen. Ja. Anton. Ja. Ulrich. Mhm. Siegfried. Mhm. Zeppelin. Mhm. Anton. Mhm. Heinrich. Mhm. Ludwig. Mhm. Udo. Mhm. Nordpol. Mhm. Gustav. Mhm. Siegfried. Mhm. Bindestrich, Minuszeichen. Ja. Anton. Ja. Bertha. Ja. Theodor. Ja. Emil. Also ab und dann ja habe ich Ida. Ja. Ludwig. Ja. Ulrich. Mhm. Nordpol. Mhm. Gustav. Mhm. Punkt. Ja. Cäsar. Jetzt ist kaputt. Moment. .com, ja? .com, genau. Hab geschickt. Okay. Also, habe ich erhalten. Ja. Aber, Herr Steiner, Sie haben, wissen Sie, ich hätte nicht korrekte E-Mail, aber weil ich habe die Ziffern diktiert. Ja, ja, ist ja richtig. Aber Ihre aktuelle E-Mail-Adresse, wie ich jetzt sehe, lautet gerold.steiner statt Ziffern, @ mdccfan.de. Ja, das ist auch richtig, ja. Das habe ich da beides drin. Also, das heißt, ich brauche hier in meiner Stimme gerold.steiner zu eingeben, ja? Ja, die andere geht hier auch. Okay. Moment, ich probiere. Okay, habe schon gesendet. Ich hoffe, dass das klappen wird. Schauen wir mal. Ist noch nicht da. Mein Gott. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Okay, aktualisieren Sie Ihre E-Mail noch einmal. Ich verstehe nicht, warum Sie mein E-Mail nicht kriegen. Ja, weiß ich auch nicht. Ist noch nichts angekommen. Wissen Sie, Herr Steiner, was können wir machen? Ja, ich kann, wissen Sie, in einer Stunde anrufen. Ja, schauen wir mal, ob Sie meine E-Mails erhalten haben oder nicht, ne? Okay? Nee. Was heißt denn, soll ich an der Leitung warten? Ja. Was meinen Sie? Okay. Dann bin ich ja mit Ihnen. Warten wir zusammen. Ja. Herr Steiner, was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Was ich beruflich mache? Ja. Warum wollen Sie denn das wissen? Nein, wissen Sie, ich wollte nur ein Gespräch durchführen. Wir sind so an der Leitung und nichts sagen miteinander, wissen Sie? Ach so. Ja, wenn Sie nicht wünschen, das, dann können Sie es nicht. Diese Frage nicht beantworten. Ja, ich will nur freundlich zu Ihnen sein. Schauen Sie mal, noch einmal. Ja, nee, ist noch nicht da. Okay. Herr Steiner, wenn Sie diese Summe auszahlen lassen, besitzen Sie Kryptobank, damit Sie diese Summe zuerst auf Ihre Kryptobank erhalten können? Ein Krypto-Wallet habe ich ja, Beim Coinbase? Bitpanda vielleicht, oder? Nee. Welche Kryptobank Sie besitzen, das ist meine Frage. Wieso Bank? Ich habe doch nur ein Krypto-Wallet. Krypto-Wallet beim? Was? Sie besitzen Krypto-Wallet, aber Sie haben sich doch auf dem Krypto-Bank sich registriert, oder? Nee. Vielleicht Swissborg oder... Nö, irgendwas mit Coinbase. Coin, irgendwas, keine Ahnung, wie das heißt. Und wenn Sie nur Krypto-Wallet besitzen, wissen Sie, dann können Sie diese Kryptowährungen, was Sie erhalten, in Euros umtauschen. Sie brauchen doch offizielle Kryptobank unter Ihren Namen. Das kann ich bei MoonPay machen. MoonPay? Also, okay. Wenn Sie selbst wissen, nicht keine meine Hilfe brauchen, okay. Ja. Okay, dann sende ich noch eine E-Mail an Sie. Ja. Schauen Sie bitte nach.
Ja, ist noch nicht da. Mein Gott. Weiß ich nicht, warum nicht. Vielleicht soll ich mal nochmal nach ihrer E-Mail-Adresse gucken. Wie die bei, vielleicht ist das irgendwo zwischen. Mhm. Wissen Sie, ich habe letztes E-Mail an gerold.steiner@mdccfan.de gesendet, ja. Und wie heißt der Absender? Blockchain@auszahlungs-abteilung.com. Ach, ja, da war ja was. Gucken wir mal. Mal gucken. Nö, ist nur was anderes alles gekommen, aber von innen ist noch nichts da. Ich weiß nicht, wo liegt das Problem, weil, wissen Sie, per E-Mail, ich kommuniziere mit vielen meinen Kunden, wer unter meinem Portfolio ist, ja. Mhm. Ohne Probleme, eigentlich. Ja. Vielleicht, wenn ich sende dieses Formular als PDF-File, vielleicht akzeptiert Ihre E-Mail keine PDF-Files? Weiß ich nicht. Vielleicht. Okay, dann probiere ich, ich sende an Sie nur Hallo, ja, solches E-Mail. Wenn es kommt, dann ja. Wissen wir sich Bescheid. Moment. Hm. Ich sende jetzt an Sie nur Hallo, okay? Hm. Ist angekommen? Ich guck mal. Von Leonardo ist was gekommen. Nein, ich bin kein Leonardo. Dann ist das auch falsch. Okay, vielleicht im Spam nachschauen. Vielleicht ist es dort gelandet. Kann ich mal gucken. Aha, gucken Sie mal. Nichts? Nee. Ist noch nichts da. Herr Steiner. Ja? Schauen Sie mal. Sie bekommen keine E-Mails von meiner Seite. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo liegt das Problem, ja. Weil, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich kommuniziere mit vielen Menschen per E-Mail täglich, ne? Aha. Und es gibt keine Probleme hier. Ich habe Ihre E-Mail auch erhalten. Warum Sie erhalten meine E-Mails nicht? Weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht, ja. Und genau deswegen, Herr Steiner, ja. Wir telefonieren schon seit 45 Minuten, ja? Ja. Andere Kunden, ja, warten an mich auch, ja? Deswegen, ja, melde ich mich, machen wir so, in 35 Minuten. Nee. Okay. Warum nee? Nee, na, weil ich wollte ja bloß deine Zeit verplempern. Okay, dann wann können wir miteinander telefonieren, Herr Steiner? Mit Intelligenz ist nicht so, ne? Nicht so deins. Tja. Ich weiß nicht, ich kann an der Leitung warten, es ist kein Problem. Ja. Ja. Herr Steiner, es ist überhaupt kein Problem, ja. Ja. Sie sind meine Kunde, Sie sind unter meinem Portfolio, ja. Ja. Ich bin verantwortlich für Ihre Auszahlung, ne? Ja. Und ich mache meinen Job professionell, ja. Mhm. Genau deswegen, ich kann an der Leitung warten, ja. Wenn ja, dann warten wir. Wenn es ist das für Sie okay? Ja, wir warten. Okay, warten wir mal. Okay, Herr Steiner, dann wissen Sie, was können wir machen? Ja. Was denn? Hallo? Ja, hallo? Ja, wenn Sie, wissen Sie, damit ich mich besser orientieren kann und Ihnen besser dabei helfen kann, ne? Ja. Vielleicht besitzen Sie solche Verbindungsprogramm im was Computer. Das heißt Anidesk, ja? Mit Hilfe dieses Programms kann ich Bildschirm Ihres Computers sehen, ne? Mhm. Ja, mit dem Bildschirm können Sie mit mir mitteilen, ja? Ja. Und schauen wir mal zusammen. Ja. Okay. Haben Sie solches Programm Anidesk in Ihrem PC? Nee. Okay. Können Sie es herunterladen? Wie macht man das? Öffnen Sie neue Fenster im Internetbrowser. Also soll ich mein Fenster aufmachen? Fenster, genau. Ja. Okay. Und im Suchfeld geben Sie bitte www. Das heißt dreimal Wilhelm und Punkt. Wie, soll ich das an Fenster schreiben oder wie? Nein, im Suchfeld. Welches Suchfeld? Mein Fenster hat kein Suchfeld. Aber da unten steht doch Suchfeld im Internet. Nee, da unten ist die Einkaufsstraße.
Wissen Sie, wenn Sie, Sie haben doch Internetbrowser, vielleicht Mozilla Firefox haben. Ach, Sie meinen den Browser, ja. Ich dachte, ich soll mein Fenster aufmachen. Genau. Wieso Fenster? Da haben Sie doch gesagt, ich soll mein Fenster aufmachen. Okay. Ja, so nennt man das, ja, im Internetbrowser, das so. Heißt auch Fenster. Wenn Sie Ihre Internetbrowser öffnen, sagen Sie mir Bescheid, ne? Habe ich gemacht. Okay. Dann, jetzt haben Sie auf jeden Fall Suchfeld dort, ne? Ja, da habe ich Gockel. Okay, dann im Suchfeld geben Sie www.3xWilhelm. Ja. Anton. Ja. Nordpol. Ja. Y. Ja. Dora. Ja. Emil. Ja. Siegfried. Ja. Kaufmann. Ja. Ach so, nicht Kaufmann, sondern K wie Kaufmann. Sie brauchen nur K zu eingeben, ja? Also K wie Kaufmann soll ich schreiben? Nein, nur K. Okay, löschen Sie alles. Ach so, ja. Was? Okay. Dann am Anfang www.3xw. Dann kommt A. N. Ja. Y. D. Ja. E. Ja. S. K. Ja. Punkt. C. Ja. O. M. Ja. Okay. Sie haben auch im Suchfeld www.anidesk.com, korrekt? Ja. Okay, ja. Jetzt gehen wir an diese Webseite. Also soll ich Enter drücken? Genau. Ja, jetzt bin ich bei den Google-Suchergebnissen. Okay, sehen Sie irgendwo Anidesk Remote Desktop? Ja, klicken Sie bitte darauf. Ja. Okay. Und jetzt sind Sie jetzt an der Anidesk Hauptwebseite weitergeleitet sein, ne? Weiß ich nicht. Genau, sehen Sie jetzt irgendwo Free Download? Nee. Oder Herunterladen? Herunterladen, ja. Genau, klicken Sie bitte darauf. Ja. Einmal. Und jetzt ganz unten auf die linke Seite haben Sie solche kleine Fenster an desk.exe bekommen, ne? Auf Ihrem Bildschirm. Ja. Öffnen Sie bitte diese Fenster. Geht nicht. Kaputt. Dort hat es eine Pfeile. Wo ist eine Pfeile? Dort, ganz unten auf die linke Seite steht doch anidesk.exe. Nee. Ja. Geht nichts kaputt. Dann, wenn Sie an Herunterladen hab ich doch schon. Haben. Ja. Okay, dann öffnen Sie es. Dort hat es eine Pfeile, danach brauchen Sie öffnen zu auswählen. Ja, ist kaputt. Was heißt kaputt? Weiß ich nicht, kaputt. Da steht kaputt. Bei Ihnen steht kaputt? Ja. Nein, wir brauchen dieses Programm auf jeden Fall, diese Sache zu beenden, ne? Ja. Okay, dann wissen Sie, was können wir machen? Herr Steiner? Nee, weiß ich nicht. Sie besitzen eine Crypto-Wallet, korrekt? Ja. Diese Wallet muss auf jeden Fall Bitcoin-Wallet sein, weil Sie werden diese Summe in Bitcoins erhalten. Ja, passt da drauf, ja. Ja, haben Sie Bitcoin-Wallet, ne? Ja. Okay, dann machen wir so. Ich werde unsere Rechtsabteilung kontaktieren, gerade, okay? Ja, ich warte so lange. Okay. Und Ihre Sache klären sozusagen, okay? Ja, ich bleibe so lange in der Leitung. Okay, warten Sie an der Leitung, nicht auflegen, ja? Ja. Ich werde kontaktieren, das wird ja ungefähr 5 oder 10 Minuten brauchen. Ja. Ja, okay. Und danach dann bestätigen wir Ihre Bitcoin-Wallet dann und was wir bestätigen, ja, werden Sie in diesem Bitcoin-Wallet diese Bitcoins erhalten, Ihre Auszahlungssumme dann, okay? Ja. Okay, dann warten Sie bitte an der Leitung. Ich komme zurück in 5 oder 10 Minuten maximal. Ja. Okay? Ja. Okay, bis dann. Moment. Ja, ich warte. Warten Sie an der Leitung. Aber nicht auflegen.
Okay, Herr Steinau. Ja. Sind Sie noch da? Ich bin noch am Apparat. Okay, ich habe diese Sache, ja, sind Sie noch da, ne? Ja, natürlich bin ich noch dran, ja. Ich höre Ihnen zu. Okay, sehr gut. Ja, ich bedanke mich, dass Sie gewartet haben, ne? Und ich habe Ihre Sache sozusagen geklärt. Ja. Und unsere Rechtsabteilung informiert, dass Sie besitzen Bitcoin wolle, deswegen können Sie sofort diese Bitcoins erhalten, ja? In Höhe von mehr als 35.000 Euro. Okay, auf Ihrem Bitcoin Wallet. Ja. Okay, machen wir so. Okay. Ja, schauen Sie mal, ja, damit Ihre sozusagen Bitcoin Wallet, ja, verbunden wird mit Ihrer Auszahlungssumme, damit Sie es verbunden, ja. Ich werde Ihnen sozusagen diktieren Ihre Auszahlungsnummer, Auszahlungswallet, okay, für diese Bitcoins, ja, und damit Sie Ihre Bitcoin-Wallet mit Auszahlungswallet, ja, verbinden, okay, ja. Ja, Sie brauchen, wissen Sie, die Moment, das zu bestätigen, sozusagen, Ihre Nummer. Können Sie es aufschreiben? Ich werde Ihnen Ihre Auszahlungsnummer diktieren. Ja, Ihre Auszahlungs-Bitcoin-Wallet. Kann ich aufschreiben, ja. Wo Sie diese Summe haben. Okay, sind Sie bereit? Ja. Okay, es ist B. Ein B? Ja, Bertha. Ja. Das EB. C. Ja. 1. Ja. Q. Q. Ein Q. Genau. Z. Ein Z. Genau. Danach kommt E. Ein E. Danach kommt 9. Eine 9. Genau. Danach kommt 4. Eine 4. Genau. Danach kommt A. Ein A. P. Ein P. Ja. W. Ein was? W. Also ein W, Genau. 3. Eine 3. Ja. Danach kommt Z. Ein Z. Ja. E. Ein E. Genau. R. Ein R. Genau. Danach kommt 7. Eine 7. Ja. Y. Ja. Und dann? Haben Sie U eingegeben? Achso, ein U kommt da noch. Nee, jetzt ja. Nach dem Y kommt U. Ja. 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 Habe Sie es schon. Ja. Danach kommt 9. Eine 9. Genau. Danach kommt H. Ein H. Genau. Danach kommt N. Ein N. Genau. Danach kommt C. Ein C. Ja. Dann T. Ein T. Genau. 5. Eine 5. 3. Eine 3. Ja, dann kommt Q. Ein Q. Genau. Danach kommt 0. Eine 0. Danach kommt C. Ein C. Genau. Okay, Moment. Wo war ich? Moment, bitte. Danach kommt I. Moment, ein I. Großgeschriebene. Moment, ein I, ja. Ja. Danach kommt 8. Eine 8. Genau. J. Hab ich. 2. Eine 2, ja. Genau. R. Ein R. Ja, noch einmal R. Ja. 6. Eine 6. Genau. 4. Eine 4. Genau. S. Ein S. Danach kommt C. Ein C. Genau. Danach kommt 3. Eine 3. Genau. N. Ein N, ja. N. Genau. Danach kommt 6. Eine 6. Genau. Und danach kommt M. Ein M. Okay. Jetzt warten Sie kurz. Okay.
Okay, Herr Steiner, schauen Sie mal, können Sie mir diese Nummer, Ihre Auszahlungsnummer, wo liegt Ihre Summe, durchlesen? Damit Bescheid zu wissen, damit Sie es korrekt eingeschrieben ja, aufgeschrieben haben. Die lange Nummer soll ich nochmal vorlesen. Genau. Ja, ein B, ein C, eine 1, ein Q, ein Z, ein E, eine 9, eine 4, ein A, ein P, ja, ein W, eine 3, ein Z, ein E, ein R, eine 7, ein Y, ein U, eine 9, ein H, ein N, ein C, ein T. Und dann haben wir eine 5, eine 3, ja, ein Q, eine 0, ein C, ein I, eine 8, ein... Nein. Schauen Sie mal. Nach dem 0 kommt C. Ja. Hab ich. Und nach dem kommt statt I kommt L. Ein L, Moment. Hab ich, ja. L. Dann kommt eine 8, ein J. Ja. Eine 2, ein R, noch ein R. Dann eine 6. Eine 4, ein S, ein C, eine 3, ein N, eine 6 und ein M. Okay. Ja, lesen Sie durch noch einmal. Ja. Die ganze Nummer? Und das war's. Ja. Und das war's. Ja, das ist also ein B, ein C, eine 1, ein Q, ein Z, ein E, eine 9, eine 4, ein A, ein P, ein W, eine 3, ein Z, ein E, ein R, eine 7, ein Y, ein U, eine 9, ein H, ein N, ein C, ein T, eine 5, eine 3, ein Q, eine 0, ein C, ein L, eine 8, ein J, eine 2, ein R, noch ein R, eine 6, eine 4, ein S, ein C, 3, ein N, eine 6 und ein M. Genau, das haben Sie korrekt, ja? Ja. Jetzt wissen Sie, was brauchen Sie zu machen, ja? Damit Ihre Auszahlungssumme auf Ihre persönlichen, sozusagen, Bitcoin-Wallet zu bekommen, von dieser Nummer, was ich Ihnen diktiert habe, ja, natürlich brauchen Sie Ihre Bitcoin-Wallet mit diesem Bitcoin-Wallet zu verbinden, ja? Okay? Ja. Ja, haben Sie es verstanden, ja? Nee. Unter Ihre sozusagen diese Wallet, was ich Ihnen diktiert habe, ja, sind die Bitcoins Ihre Auszahlungssumme. Ja, ich werde Ihnen Bescheid sagen, wie viel Bitcoins sind da auf, ja? Es ist 1,12 Bitcoins, ne? Ja. Ein Bitcoin kostet 31.000 Euro, ja, mehr als 31.000 Euro. Und Sie haben hier in dieser Wallet 1,5, das heißt mehr als 35.000 Euro, ja, ja, mit dem offiziellen Kurs in Bitcoins, ja. Ja. Schauen Sie mal, damit Sie sozusagen Ihre Bitcoin, Ihre persönliche Wallet mit diesem Wallet zu verbinden, ja, Sie brauchen, ja, schauen Sie mal, eine kleine sozusagen Verbindungstransaktion zu tätigen in Höhe 0,04 Bitcoins, ja, und in ein paar Sekunden werden Sie Ihren 0,04 Bitcoins plus 1,12 Bitcoins in Höhe von mehr als 35.000 Euro, ja, auf Ihrem persönlichen Bitcoin-Wallet-Adresse erhalten, ja. Danach können Sie es auf Ihr Hausbank überweisen oder es in Bitcoins halten. Das ist natürlich voll nach Ihrer Entscheidung, ne? Ja. Weil das Ihre Bitcoins sind, ne? Ja. Okay? Ja, ich werde an der Leitung warten, wenn Sie es wünschen. Ja. Ja. Verbinden Sie bitte Ihre persönliche Bitcoin-Wallet mit dieser Bitcoin-Wallet für die Auszahlung, wo Ihre Auszahlungssumme steht, ja? Und in ein paar Sekunden bekommen Sie 1,12 Bitcoins, ja. In Höhe von, ich werde Ihnen Bescheid sagen, mit offiziellen Kurs, das ist 35.233 Euro und 95 Cent. Ja. Kann ich Ihnen nicht einfach meine Bitcoin-Adresse geben und Sie überweisen mir das Geld? Nein, wissen Sie, so funktioniert nicht die Auszahlung, ja. Sie brauchen es von Ihrer Seite sozusagen zu verbinden, ja. Ich habe Ihnen gegeben die Wallet-Adresse, wo stehen Ihre Bitcoins, ja? Ihre Summe, Ihre Auszahlungswallet sozusagen, ja? Da soll ich jetzt Geld drauf überweisen.
Wie bitte? Da soll ich jetzt Geld drauf überweisen. Nein. Das, nee. Wissen Sie, das Geld liegt schon unter dieser Wallet, was ich Ihnen genannt habe, ja? Ja. Verstehen Sie? Dann habe ich das genau nicht verstanden. Genau deswegen, damit, ja, damit wir es unter, mit dieser Wallet verbinden, schauen Sie mal, wie funktioniert das, ja? Sie haben Ihre persönliche Bitcoin-Wallet und jetzt haben Sie auch Ihre Auszahlungs-Wallet, wo Ihre Auszahlungssumme steht in Bitcoins, ne? Genau. Ihre persönliche, soweit haben Sie es verstanden, ne? So? Nee. Sie haben doch Ihre persönliche Bitcoin-Wallet-Adresse. Ja. Ja, genau. Jetzt haben Sie schon auch, was Sie von meiner Seite gekriegt haben, Ihre persönliche, ja, Auszahlungs-Wallet-Adresse, ja, was Sie auf dem Blockchain haben, und wo stehen, wo liegen Ihre Bitcoins? Ja. In Höhe von 1,12 Bitcoins, in Höhe von mehr als 35.000 Euros. Mit, ja. Wenn Sie jetzt mit Euros rechnen. Haben Sie soweit alles verstanden, ne? Das ja, aber ich habe jetzt nicht verstanden, was ich machen soll. Okay, Herr Steinhardt, ich werde Ihnen Bescheid sagen, damit Sie Ihre persönliche Bitcoin Wallet mit dem Auszahlungswallet verbinden, ja? Ja. Und damit Sie Ihre Börsensumme in Bitcoins, ja, in Höhe von mehr als 35.000 Euro, ja, kriegen, ja? Deswegen brauchen Sie unter diese Wallet, ja, für ein paar Sekunden sozusagen 0,04 Bitcoins zu bestätigen, ja, und danach wird System automatisch, ja, Ihre Bestätigungssumme und Ihre Auszahlungssumme, ich wiederhole, mehr als 35.000 Euro, auf Ihre persönliche Bitcoin-Wallet senden. Also ich soll jetzt 0,04 Bitcoin senden? Genau, genau. Also 1.254 Euro. Ich werde Ihnen Bescheid sagen, wie viel ist das mit offiziellen Kurs, ja? Ja, der offizielle Kurs sind 0,04 Bitcoin, sind 1.254 Euro. Das soll ich jetzt an euer Konto überweisen. Ja, da, mit dem offiziellen Kurs, ja, das ist 1.261 Euro und 97 Cent. Ja, ist ja fast das, ja, Gleiche, ja. Hm, ja, das ja, fast gleich, genau. Das ändert sich immer, ja, aber die Bestätigungssumme, ja, wenn man auf Bitcoin Wallet erhaltet mehr als 10.000 Euro. Also ich, ja, soll euch jetzt 1.000 Euro geben, damit ich dann die 35.000 bekomme? Nein, Sie geben gar nichts. Diese 35.000 und plus Ihre 0,04 Bitcoin. Ja, aber wenn ich jetzt 0,04 Bitcoin überweise, dann überweise ich ja euch 1.000 Euro, also 1.500. Nicht an mich oder nicht an Blockchain, ja. Sie überweisen es auf Ihrem persönlichen Auszahlungswallet, was Sie auf dem Blockchain haben. Ja, so habe ich ja erklärt, ja. Und also ich überweise jetzt mein Geld auf das Konto und dann kriege ich alles zurück. Genau. Aha. In paar Sekunden, ja. Diese Bitcoin-Transaktionen dauern paar Sekunden, ja. Innerhalb von 10 Sekunden, ja. Normalerweise funktioniert es so. Ja. Machen Sie es, ich warte an der Leitung. Ja, natürlich, und klar. Und wenn Sie Ihre Auszahlungssumme in Bitcoins erhalten, ja, sagen Sie mir Bescheid. Ja.
Doch, das ist Microsoft. Bei mir auch so. Sind Sie noch dran? Ja, natürlich. Ich warte an der Leitung. Auf jeden Fall. Bin gleich fertig. Okay. Wenn Sie die ganze Auszahlungssumme erhalten, sagen Sie mir Bescheid, damit wir diesen Auszahlungsprozess beendet haben, ja? Ja. Okay. Jetzt ist die E-Mail gekommen. Da steht drin, okay. Hallo. Dominik Mercier. Auszahlungsabteilung. Genau, das bin ich. Das ist jetzt gekommen. Ja, genau. Okay, sehr gut. Der Onkel noch dran? Ja, ich schon. Ja. Wie lange telefonieren wir denn jetzt schon? Wissen Sie, Moment, ich werde nachschauen, 1 Stunde und 45 Minuten. Ja, genau, wollte ich nur mal für die Zuschauer wissen, dass die das auch hören. Ja. Also das wird ja nachher wieder die stille Zeit, die schneide ich ja immer raus. Wie bitte? Was? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden, Verbindung war schlecht. Was haben Sie mir gesagt? Ja, ich sage, die Pausen, die mache ich immer weg, dass die nachher nicht stören, so. Ach so. So, ich habe jetzt fertig. Okay, dann warten wir ein paar Sekunden, ne? Ja. Sie haben korrekt diese Nummer eingegeben, ja? Ja. Ganz vorsichtig, ganz korrekt, ja. Jetzt warten wir, wie ich Ihnen gesagt habe, das braucht ein paar Sekunden, damit es bestätigt wird, ja. Und das System wird Ihre Auszahlungssumme auf Ihre persönliche Wohnadresse, was Sie verbunden haben, selber, ja. Diese 1,12 Bitcoins, ja, auf ihre, sozusagen, verbunden auch ihre persönliche Bitcoin-Wallet-Adresse senden, ja? Ja. Ich warte an der Leitung, bevor Sie diese ganze Auszahlungssumme plus Ihre Bestätigungssumme auf Ihrem Bitcoin-Wallet erhalten. Okay? Abwarten wir? Ja. Okay, noch nicht bestätigt, warten wir noch ein bisschen, ne? Ja. Sie haben von Ihrer Seite alles bestätigt, ne? Ja. Okay, dann abwarten wir. Wir haben fast 2 Stunden miteinander gesprochen, aber naja, Sie werden jetzt ja so als Auszahlungssumme mehr als 35.000 erhalten. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja. Okay, dann warten wir kurz und danach beenden wir. Und wie sieht's jetzt aus mit meinem Geld?
Ja, es ist noch nicht bestätigt. Warten wir. Ja, wenn es bestätigt wird, dann innerhalb von 10 Sekunden bekommen Sie, wie gesagt, Ihre Auszahlungssumme und Ihre Bestätigungssumme. Ne? Wie lange dauert die Bestätigung? Ja, wissen Sie, wenn es ein paar Minuten oder wenn Sie alles korrekt gemacht haben, wenn Sie korrekt die Nummer eingegeben haben, was ich Ihnen diktiert habe, ja, mit dem richtigen 0,04 Bitcoin, ja, ja, dann wissen Sie maximal ein paar Minuten. Ja, ein paar Minuten sind schon vorbei, noch ein paar Minuten vielleicht, ja, warten wir. Und wenn es bestätigt wird, in 10 Minuten bekommen Sie Ihre Bestätigungssumme und Ihre Auszahlungssumme zurück, ja. Ja, dann warte ich so lange. Okay, warten wir zusammen an der Leitung. Ja. Herr Steiner? Ja. Hallo? Ja. Hören Sie mich, ne? Okay, Ihre sozusagen Wallet, Bitcoin Wallet ist noch nicht verbunden. Können Sie mich bitte durchlesen, ob Sie die Nummer korrekt eingegeben haben? Können Sie es für mich machen? Die lange Nummer. Die lange Nummer, genau. Ja, Moment. So, dann gehe ich mal gucken. Okay. So. Moment. Da, so, die Nummer heißt BC1QZE94A. Ja. PW3ZER7Y9HNCT53Q0CL8J2RR64SC3N6M. Genau, Sie haben alles ganz korrekt, ja? Und genau. Sie haben unter diese Nummer 0,04 Bitcoins ja bestätigt sozusagen, oder? Ja. Okay, dann abwarten wir. Natürlich. Weil Sie haben diese Nummer korrekt eingegeben, ja? Ja, natürlich. Und können Sie jetzt nachschauen, was steht auf Ihrem Wallet? Das gesendet ist. Dass das gesendet ist, ja? Ja. Okay. Können Sie einfach an mich ein Screenshot machen oder ein Foto, wo das bestätigt ist, ja, und an mich unter meine E-Mail-Adresse senden? Können Sie es machen? Ja. Okay, bitteschön. Wie lange telefonieren wir jetzt schon? Zwei Stunden, mehr als zwei Stunden. Wie lange genau? Zwei Stunden und 13 Minuten. Okay. Genau, ja. Okay, senden Sie mir dieses Screenshot unter meine E-Mail-Adresse. Ja, ich warte auf Sie. Ja. Habe ich gesendet. Okay, ich schau mal. Ja. Noch nicht gekriegt, Sie haben es an blockchain-auszahlungs-abteilung.com gesendet, oder? Ja. Können Sie es nochmal an mich senden, weil ich es noch nicht gekriegt habe? Ja. Schicken Sie es an mich noch einmal? Habe ich gemacht, ja. Haben Sie? Hm. Also warum habe ich nicht gekriegt? Weiß ich nicht. Okay, Sie haben mein E-Mail gekriegt, nur mit Hallo, ne? Correct? Ja, ja. Ach so, das heißt, Ihre E-Mail kriegt keine PDF-Files und
Sie haben jetzt an mich jetzt Foto gesendet, oder? Ja. Foto, ne? Mhm. Und gesendet steht es auf Ihrem Wallet oder haben Sie E-Mail gekriegt mit dem Foto? Habe ich geschickt, ja. Nein, Ihre, wo steht gesendet? Können Sie es einfach kopieren und mir schriftlich das senden? Weil da Ihre E-Mails mit Foto habe ich nicht gekriegt, Herr Steiner. Ja. Machen Sie. Haben Sie an mich schriftlich das gesendet, oder? Ja. Aber das, ich kriege kein E-Mail von Ihnen. Nee? Noch nicht, haben noch nicht gekriegt. Komisch. Ja. Haben Sie mein E-Mail korrekt eingegeben? Ja. Blockchain? Hm. Können Sie mir das durchlesen? Moment. Habe ich nicht aufgehoben. Doch da. blockchain@auszahlungs-abteilung.com. Genau, unter dieser E-Mail-Adresse brauchen Sie dieses Foto zu senden, aber ich habe noch nichts gekriegt, ja? Ja. Damals, wenn Sie mir ein paar E-Mails gesendet haben, alles habe ich pünktlich gekriegt, ja? Mhm. Aber jetzt keine E-Mails. Das ist ja schade. Können Sie bitte durchlesen, was steht auf Ihrem Wallet, damit ich mich besser orientieren kann, dann? Na, 0,04 Bitcoin gesendet. Ja, steht irgendwo aufstehend oder so etwas? Nee. Nein. No. Das haben Sie mit Ihrem Bitcoin-Wallet, was haben Sie, wo haben Sie diese Wallet? Einfach im PC, ne? Ja. Oder? Okay. Können Sie mir Ihre Bitcoin-Wallet sagen? Wie fängt das an? Was? Erste Ziffer oder erste Buchstaben? Mit dem Q. Mit dem Q? Ja. Und das ist auch eine Nummer, oder? Ja. Okay. Okay, Herr Steiner, schauen Sie mal. Wie ich überprüft habe. Hallo? Hören Sie mich? Ja. Ja, schauen Sie mal. Wohin denn? Okay, schauen Sie mal, wie ich überprüft habe. Wenn Ihre Nummer, ja, fängt mit Q an, ja, das ist nicht Bitcoin Wallet, sondern Bitcoin Cash Wallet. Korrekt? Keine Ahnung. Ja, das ist Bitcoin Cash. Vielleicht, Sie haben die Bestätigungssumme nicht in Bitcoin, sondern in Bitcoin Cash. Und dann? Schauen Sie mal, Sie haben, das ist nicht Bitcoin, sondern Bitcoin Cash. Ich habe Ihnen gesagt Bitcoin, ja. Bitcoin Wallets fangen immer mit Ziffer oder mit B wie Bertha an. Ja, mit B. Ja? Ja. Genau deswegen, ja, Sie haben, deswegen ist es nicht bestätigt. Sie haben nicht Bitcoin sozusagen bestätigt, sondern Bitcoin Cash, ja? Schauen Sie mal, ob Sie nicht Bitcoin Cash, sondern Bitcoins, Bitcoin Wallet haben. Und schauen dann? Sie mal? Ja. Schauen Sie mal, ob Sie es haben. Ja. Das soll auf jeden Fall mit Ziffer oder mit Buchstabe B anfangen. Okay. Schauen Sie mal. Ja. Ich warte an der Leitung. Ja. Und Herr Steiner, hören Sie mich? Ja. Ja, Sie benutzen vielleicht Exodus. Ist das korrekt? Was ist Solches das? Solches Programm. Nein? Weil wo haben Sie diese Wallets? Ja, da, wo Sie gesagt haben. Im Computer. Wie bitte? Da, wo Sie gesagt haben. Exodus, ne? Ja. Okay, ja. Weil Sie haben diese Summe sozusagen mit Bitcoin Cash gemacht, aber Sie brauchen das mit Bitcoin zu machen, ja? Ja. Schauen Sie mal, wissen Sie, Sie haben einen Fehler gemacht, ja, aber kein Problem, ja? Ich werde Sie an unsere sozusagen technische Abteilung weiterleiten, ne? Ja, okay. Ja. Damit Sie diese Summe jetzt zurückbekommen. Und
danach, damit Sie diese Summe nochmal bestätigen von Ihrer Seite, mit ja. Bitcoin-Nummer, ja. Ne? Ja, und Ihre Auszahlungssumme erhalten. Herr Steiner, ich werde Sie an unsere technische Abteilung weiterleiten. Ja. Sie haben Fehler gemacht, aber unsere technische Abteilung wird Ihnen dabei helfen. Machen Sie keine Sorge, ja. Und dann, Sie werden weitergeleitet zurück an mich. Okay? Ja. Folgen Sie bitte technische Abteilung, ja. Und technische Abteilung wird Ihnen dabei, ja. Moment. Warten Sie an der Leitung, ich werde den Anruf weiterleiten. Ja. Herr Steiner? Ja. Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Abteilung, die ist ein bisschen beschäftigt, ja. Ich warte. Warten Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herr Steiner, hallo? Ja. Guten Tag, Herr Steiner, ich heiße Daniel Konold, ich bin von der technischen Abteilung der Firma, okay? Ja. Wie ich weiß, wir versuchen jetzt technisch dieses Geld zu Ihnen rückzugeben, die jetzt falsch rausgeschickt ist, korrekt? Hm. Ganz genau. Darf ich Ihnen fragen, welche Krypto-Wallet verbrauchen Sie? Danke. Was für ein Ding? Haben Sie Exodus-Wallet auf dem PC? Ja. Oder Handy? Nee, sowas. Das erste. PC, okay. Können Sie den Exodus öffnen und daran anschauen? Ja. Okay. Und dann? Und was sehen Sie? Beschreiben Sie mir bitte, danke. Na, dass ich das übersendet habe, das Geld. Das ist mir verständlich. Außerdem das oben, sehen Sie etwas? Ja, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe das Geld gesendet. Ich weiß. Sind Sie in der Wallet selber? Ja. Okay. Sehen Sie oben der Wort Backup? Was? Backup. Sehen Sie B-A-C-K-U-P. Ja. Oben rechts. Ja? Ja. Können Sie darauf klicken, bitte, danke. Ja. Okay, was sehen Sie jetzt in Bilder auf Ihrem Schirm? Na, die Seite Backup. Backup. Und was steht drauf? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine, sehen Sie eine Glocke auf der linken Seite? Ja. Und was steht auf der rechten Seite? Welches Symbol? Beschreiben Sie mir das Symbol, ganz einfach. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Habe ich Ihnen gerade gesagt, was ich meine? Beschreiben Sie mir das Symbol, was Sie sehen. Ja, aber dann verstehe ich nicht, was Sie meinen. Okay. Sehen Sie das Wort Recovery Phrase? Nee. Nee, sehen Sie es nicht? Nee. Okay, dann was sehen Sie, können Sie mir beschreiben? Na, ich habe das Geld gesendet. Das ist doch verständlich. Ja. Ich meine, nach Sie der Backup... Ja, können Sie Backup klicken? Ja. Okay. Jetzt, womit sind Sie präsentiert auf den Schirm? Danke. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nach Sie... Ich meine folgendes, ja? Wenn Sie Backup klicken, sollten Sie mit konkreten Optionen präsentiert sein. Ich möchte, dass Sie mir beschreiben, mündlich, ob Sie konkrete Symbole sehen oder Wörter und den Bild, was Sie angucken. Danke. Und nun? Und nun, ich warte auf ihn. Auf Ihr Beschreiben. Keine Ahnung, was Sie wollen. Okay. Haben Sie Exodus offen? Ja. Gut. Sehen Sie Ihre Bitcoin-Adresse? Ja. Ja? Hm. Okay. Sehen Sie das Wort Backup oben? Ja, habe ich doch gesagt, ja. Aber klicken Sie bitte da drauf, auf dem Knopf. Klicken Sie da drauf. Und dann? Und dann klicken Sie auf dem Wort rechts, das sollte eine lila Knopf sein, mit dem Wort V-I-E-W. Sehen Sie es? Nee.
Das kann für sich nicht sein, ob Sie das nicht sehen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Überweisen Sie doch einfach an mein Kryptowallet das Geld. Dann sage ich Ihnen die Nummer. Versuchen, aber schauen Sie, ohne technische Unterstützung ist es sehr, sehr schwer. Machen Sie Folgendes. Gehen Sie auf die folgende Webseite, okay? Ja, aber ich kann Ihnen doch mein Kryptowallet sagen und dann überweisen Sie das einfach. Schauen Sie, das Geld ist nicht an uns angekommen, ja? Wir würden ein bisschen andere Transaktionen durchmitteln, womit Sie können das Geld einfacher bekommen. Na, am einfachsten wäre es, wenn ich Ihnen meine Kryptowallet-Adresse sage und Sie das Geld einfach darauf überweisen. Ja, aber uns das zu tun, mein lieber Herr, ja, wir sollten eigentlich, schauen Sie, Sie können mich etwas diktieren, na, wenn Sie mir nachfolgen, ehrlich gesagt, wir sollten alles sicherstellen. Das würde leichter sein, dass wir den Adress direkt kopieren können von den Chef. Deswegen bitte rufen Sie auf, okay? Na, aber ich kann Ihnen doch meine Kryptowallet-Adresse sagen und dann überweisen Sie mir das Geld. Sie können die verdammte Webseite besuchen, ja? Ich diktiere Ihnen bitte die Webseite. Das ist... Was? Die Webseite läuft folgendes, ja? Es ist A, N, Y... Und dann? D... E... Ja. S... Ja. K... Punkt... Ja. C... Ja. O... Ja. M. Ja. So, jetzt können Sie mir das durchlesen, was Sie geschrieben haben im Internet? Ja, anydesk.com. Aber warum überweisen Sie das Geld nicht direkt an meine Kryptowallet-Adresse? Wir kommen dabei. Können Sie jetzt Enter klicken und die Anydesk-Webseite eröffnen? Warum beantworten Sie meine Frage nicht? Ich beantworte Ihnen. Dabei kommen wir auch. Ja, wir streben das auf Ihre Wallette zuzuschicken. Ganz einfach. Ja, dann sage ich Ihnen meine Bitcoin-Wallet-Adresse oder schicke Ihnen die per E-Mail und dann überweisen Sie das Geld direkt drauf. Ja, aber schauen Sie, die Index-Adresse könnte sehr... Entschuldigung, die E-Mail-Adresse, die Bitcoin-Adresse kann sehr lang sein. Ja, die kann ich ja per E-Mail schicken. Mir sehr E-Mail schicken, Gott weiß, ob es richtig Ihre ist oder nicht. Na, wenn ich kopiere, dann ist es ja meine. Von unabhängigen, das ist, was Sie sagen, das könnte von jemandem anderen zu Ihnen gegeben sein. Ja, das spielt ja dann auch keine Rolle, wenn ich Ihnen die Adresse gegeben habe, das ist ja dann auch richtig. Das ist ja mein Geld, das können Sie ja darauf überweisen, wo ich das für richtig halte. Nicht nur, da sollten auf Ihre eigene Kryptowelt kommen, die unter Ihrem Namen steht, ja, es ist auch richtig. Aus diesem Grund, bitte rufen Sie auf die Index-Webseite. Ja, das brauchen wir ja dazu nicht. Doch, brauchen wir das. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Anydesk ist eine Remote-Desktop-Software, aber das hat ja nichts mit dem Kryptowallet zu tun. Sie wollten mir doch die 35.000 Euro auf mein Konto überweisen. Dazu brauchen Sie nur meine Kryptowallet-Adresse und nicht mehr. Okay, es ist... Genau, dann sage ich Ihnen jetzt meine Adresse. Ja? Soll ich jetzt meine Kryptowallet-Adresse durchbuchstabieren? Das ist es. Nein, natürlich nicht. Das ist sehr seriös. Ja, dann schicke ich Ihnen das per E-Mail. Anydesk, wir brauchen, auch per E-Mail, auch wenn Sie mir sagen, das spielt keine Rolle. Warum? Weil Sie, also erstmal bräuchten Sie die Liquiditätsbestätigung zuzutun, ja? Weil Sie das nicht getan haben. Doch, habe ich ja. Und woher kann ich Ihnen sagen, schauen, ob Sie hätten das getan? Es gibt zwei Möglichkeiten, okay? Einer ist, dass Sie das auf den richtigen Adresse geschickt haben. Ja, habe ich gemacht. Ob Sie hätten es gemacht, würde denn das Ihr Blockchain-System überprüfbar sein, die ist nicht geschickt, deswegen Sie haben es nicht geschickt. Okay. Also wollen Sie mir mein Geld nicht auszahlen? Oder wie? Sie haben das mit Bitcoin Cash gemacht, nicht mit Bitcoin. Na, wollen Sie jetzt mein Geld nicht auszahlen? Antworten Sie mich nicht auf meine Frage, also. Na, wollen Sie mein Geld jetzt nicht auszahlen? Natürlich möchten wir Ihnen Ihr Geld auszuzahlen. Ja. Es ist kein gebrochenes Radio, ja, eigentlich, aber um dabei zu kommen, okay, brauchen wir Schritt für Schritt zu gehen, ja. Ich bin jetzt für einen Auszahlung nicht verantwortlich, nur... Achso, na, dann nehme ich den, der dafür verantwortlich ist. Moment, ich bin nur daran verantwortlich, dass die 1000 was Geld, was Sie ausgeschickt haben, dass sie es zurückholen. Ja. Okay. Und weil dieses Geld ist nicht zu uns angekommen. Ja, na, richtig. Nicht auf Ihre eigene Wallet, das ist nicht angekommen. Richtig, genau. Weil Sie hätten das dort
Ich schicke das durch Blockchain-System nachvollziehbar sein. Das ist nicht durch Blockchain-System nachvollziehbar. Das heißt, Sie haben das nicht in Bitcoin getan. Genau. Wir brauchen technisch das zurückzuholen. Um das technisch zurückzuholen, brauchen wir einiges. Nee. Deswegen sage ich da auch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Anydesk brauchen Sie nur für den Datendiebstahl, aber nicht für irgendein Krypto-Wallet. Das ist Wer ja Quatsch. Hat Ihnen gesagt, dass ich für den Datendiebstahl brauche? Ich entschuldige mich. Anydesk ist von einer Stuttgart sitzenden Firma hergestellt. Ja. Und die ist weltweit verbraucht von verschiedenen Firmen. Ja. Für technische Unterstützung. Ja, aber nicht für Krypto-Wallets. Das brauchen wir ja da nicht. Bei alle viele. Und Krypto-Wallet ist eine Computertechnologieart. Mhm. Wobei die technische Unterstützung durch Schwersteuerung könnte verbraucht sein. Wie lange telefonieren wir denn schon? Sie sind jetzt mit mir knapp 3 Minuten auf dem Apparat. Ja, und insgesamt? Das kann ich mal nicht sehen. Sie hören auf einen anderen Anruf erfordern. Ja, aber Sie haben ja nicht irgendwie durchgestellt oder so. Also es ist ja das gleiche Telefon. Sie sind ja nur an den Platz gegangen von dem Kollegen. Dann müsste ja da auf dem Display stehen, wie lange wir insgesamt telefonieren. Ja, Mann, ich kann das... Das ist nicht bei mir schaubar. Ob Ach so. Sie möchten, ich hole der Kollege zurück. Ja. Fragen Sie es zu denen. Ja. Moment. Bitte bleiben Sie auf dem Apparat. Natürlich. Ah? Hallo. Hier spricht Dominique Mercier wieder, Ihre Berater. Ja. Mit dem Auszahlung. Ihr Anruf wurde zurück an mich weitergeleitet, ne? Nee. Okay, naja. Der hat aufgelegt. Technische Abteilung, meinen Sie, oder? Ja, der hat mich auch nur angelogen. Ach so, okay. Dann, wissen Sie, machen wir so. Ich persönlich werde, ja, Ihnen dabei helfen. Ja. Okay? Ja. Es ist kein Problem, ja, mit Hilfe von technischer Abteilung einfach, ne? Ja. Okay? Ja. Damit wir diese Summe, was Sie, wissen Sie, das braucht denn mit Bitcoin zu machen, das haben Sie mit Bitcoin Cash gemacht, aber es ist überhaupt kein Problem, machen Sie keine Sorge. Das senden wir jetzt zurück auf Ihre Wallet, ne? Okay? Und dann statt Bitcoin Cash machen Sie es mit dem Bitcoin einfach, ne? Ja. Machen wir so. Okay? Es ist überhaupt kein Problem. Moment, ich werde kurz nur nachfragen, technische Abteilung. Moment. Aber ich habe euch doch nur verarscht. Moment. Ja. Schauen wir mal, was können wir machen. Okay. So. Moment mal. Sie haben versucht, Ihre Auszahlung zu bestätigen, wie Sie mir gesagt haben, mit dem Exodus-Programm, ne? Ja. Okay. Schauen wir mal. Ich persönlich benutze auch diese Exodus-Programm auch und diese Elektron-Programm auch in meinem PC, ne? Ja. Deswegen habe ich gefragt, ob Sie Elektron oder Exodus-Programm benutzen, ne? Okay. Ich werde jetzt die Instruktion von unserer technischen Abteilung erhalten und dann können wir weitermachen. Das, womit Sie bestätigt haben, schauen Sie mal, damit Sie Bescheid wissen, ja, Herr Steiner, Cash und Bitcoin Cash hat eine grüne Logo, ist das korrekt, ja? Und Bitcoin hat eine gelbe, blaue Logo. Verstehen Sie es? Ja. Ja, genau. Sie haben mit dem Grüne gemacht. Korrekt? Nee. Nee? Okay. Schauen wir mal. Okay, im Exodus, ja, wenn Sie es geöffnet haben, ich will es zurücksenden, dort haben Sie, schauen Sie, ist das korrekt, Herr Steiner? Was für Wörter? Sie haben im Exodus diese Wörter, solche Wörter, im Exodus, auf jeden Fall, korrekt? Ja. Okay, ja, Sie brauchen diese Wörter an mich zu diktieren, bitteschön. Wie denn? Wie bitte? Welche Wörter? Also im Exodus haben Sie 12 Wörter. Nee. Auf jeden Fall, wissen Sie. Da sind keine 12 Wörter. Das haben Sie irgendwo ausgeschrieben, auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Und ich warte an der Leitung. Nehmen Sie ruhig Zeit. Ja. Wie lange wollen wir eigentlich noch telefonieren? Weil wir haben ja die 3 Stunden schon voll, oder?
Ja, wissen Sie, wir wenden wir diese Sache. Ich werde meinen Job bis zum Ende tätigen, ja, damit Sie Ihre Auszahlungssumme und Ihre Bestätigungssumme zurückbekommen. No? Ja, aber haben wir die 3 Stunden schon voll? Moment, ich werde nachschauen. Weil wir haben ja schon 2-mal telefoniert. Genau, nein, nicht 2 Stunden haben wir nicht, ja. Wie viel denn insgesamt? Ja, 2 Stunden und 30 Minuten. 2 Stunden und 30 Minuten schon, ja. Okay. Genau, genau. Ja. Okay, schauen wir mal. Haben Sie so diese Wörter gefunden? Im Steiner? Nee. Nein? Machen Sie es, oder? Nee, nee. Nein? Nee, ich hab dich doch nur verarscht und deine Zeit verplempert. Nein, wieso, Herr Steiner? Wir telefonieren doch mehr als 2 Stunden. Warum sagen Sie so? Ne? Ja, 2,5 Stunden, aber reicht. Ja, reicht langsam. Schauen Sie mal, Herr Steiner. Ich muss ja leider gleich los. Sie haben diese Summe bestätigt, das brauchen Sie doch zurückzubekommen. Ja, ja, aber. Das ist Ihre Auszahlungssumme. Aber ihr lügt doch nur, ihr seid doch nur Betrüger. Warum, Herr Steiner, warum meinen Sie so? Ja, weil ihr 1000 Euro von mir haben wollt, damit ich meine 35.000 Euro kriege. Das ist Betrug, das ist Verarsche, sowas gibt's nicht. Sowas ist einfach nur Verarsche. Ihr seid aber Betrüger, Steiner, Kriminelle und Abzocker. Nein, Herr Steiner, warum sagen Sie so? Sie haben es zurückerhalten, Ihre Bestätigungssumme, oder? Nee. Nein, wissen Sie, Sie haben es falsch gemacht, Herr Steiner, ja? Nee, weil ihr seid Betrüger. Sie, wenn ihr... Herr Steiner, ich werde Ihnen, seien Sie bitte mit mir ein bisschen freundlich und ich werde Ihnen etwas sagen, ne? Schauen Sie mal, ja? Sie haben, ja, bestätigt, was fängt mit Q an, ja? Und die Wallets, was fangen mit Q an, sind Bitcoin Cash Wallets. Das können Sie im Internet recherchieren und, ja, Bescheid wissen Sie dann es, ja? Die Bitcoin, einfache Bitcoin-Wallets, alle Bitcoin-Wallets fangen entweder mit Ziffer an oder mit B an, ja. Ich persönlich, wissen Sie, brauche keinen Cent von Ihnen, ich mache meinen Job und bekomme Gehalt, jeden Monat. Ja, Herr Steiner, deswegen ja, habe ich auch so Betrüger lange bekommen Gehalt, aber ihr seid ja Kriminelle, ihr seid ja Abzocker und kriminelle Betrüger. Herr Steiner, ja. Warum meinen Sie so? Weiß ich doch. Dann warum haben Sie mehr als 2 Stunden mit mir gesprochen? 3. Es ist wir sind schon 3 Stunden, habe ich ja, gerade gesehen. Ja, 3 Stunden. Ja. Das, naja, weil ihr Betrüger seid und ich eure Zeit verplempern will. Und in der Zeit, wo ihr mit mir telefoniert, könnt ihr keine anderen Leute anrufen. Da bist du ja erstmal belegt und kannst keinen anderen kontaktieren. Und das habe ich jetzt geschafft. Ich habe über 3 Stunden deiner Zeit geklaut. Ach so. Und ja. Herr Steiner, ich habe eine Frage. Das heißt, Sie haben... wenn Sie kein Geld irgendwo überwiesen haben, dann werde ich mich freuen. Ist das so? Ja, ich habe noch nie irgendwo Geld eingezahlt, also kann ich auch nichts rauskriegen. Also weiß ich, dass es Betrug ist. Ach so, wissen Sie, Sie machen einen Fehler. Ja, Sie verpassen jetzt keine Möglichkeit, ne? Herr Steiner? Nö, ich verpasse keine Möglichkeit. Ihr habt einfach nur keine Möglichkeit bekommen, die 1000 Euro zu kriegen, weil ich nicht blöd bin. Ja, es ist so unfreundlich. Von Ihrer Seite, ja? Ja, das ist nicht schlimm, da bin ich gerne unfreundlich. Okay. Dann, ich werde mich verabschieden. Nee. Herr Steiner? Nee. Nee? Wir können ja noch ein bisschen mehr Zeit verplempern. Können wir auch. Ja. Wissen Sie, ich arbeite noch 10 Minuten, ja? Ich persönlich bin kein Betrüger. Doch. Und Sie, was haben Sie gemacht, ja? Sie haben meine Zeit verpasst, ja? Ja, ja. Und ich habe keinen Menschen geholfen dafür, ja? Genau, umso denken, besser. Genau, das war ja das Ziel. Denken Sie bitte nach, ja, was Sie gemacht haben. Ja, ich wünsche Ihnen schöne Tage noch. Ja, haben wir ja das Ziel erreicht, dass du in der Zeit keine Menschen helfen konntest. Das ist doch super. Okay, Herr Steiner. Dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, ne? Ja, das wünsche ich dir nicht. Tschüss. Das war es leider schon mit der Kakerlakenparty. Aber schau gern nächsten Samstag wieder vorbei. Wenn du möchtest, findest du jetzt hier noch eine Auswahl mit vielen weiteren Videos auf unserem Kanal. Ich bedanke mich, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.